Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Heute habe ich einen besonderen Gast. Und ich sage schon leise, ihr Linken, ihr müsst nicht brüllen. Ich habe da schon ein ganzes Glas voll mit den Tränen von euch. Aber ihr müsst nicht brüllen. Ihr könnt auch in meine Sendung kommen, wenn ihr etwas zu sagen habt. Aber ihr kommt einfach nicht. Der Cedric Wiermuth hat nicht kommen wollen, hat freundlich abgesagt. Aber jetzt aber nicht böse sein. Jetzt habe ich jemanden da, der mir mega sympathisch ist auf den ersten Moment. Und zwar der Andreas Glarner von der SVP. Hi Andi. Sorry Dani, guten Abend. Wir kennen uns jetzt erst eine halbe Stunde, aber hast du schon ein paar Vorgeschichten erzählt? Du bist ein Katzenfan. Ja, absolut. Ja. Also ich habe schon immer gerne Katzen gehabt. Auch Hunde natürlich, also generell eigentlich die. Aber Katzen hat es auch in meinen zwei Firmen in dem Büro gehabt. Und in der einen Firma hat es immer noch. Die ist immer noch die gleiche Katze dort. Und die haben dann einfach tagsüber ein Gespendli gehabt und in der Nacht sind sie dann allein gewesen. Ja, sie haben natürlich immer die Möglichkeit zum Rausgehen und haben dann in der Regel, also jetzt im einen Ding haben wir einen Futterautomat gehabt, dass immer zur gleichen Zeit etwas gegeben hat und fliessendes Wasser, damit es nie an dem gemangelt hat. Ja, das ist also, wie soll man sagen, der beliebteste Mitarbeiter gewesen bei euch wahrscheinlich. Absolut, also in der zweiten Firma hat der Wini geheissen und ist ein Prospekt aufgeführt gewesen als Produktetester, Schlafen und Ruhe. Der zweitbeliebteste Mitarbeiter bist du gewesen? Bist du ein beliebter Chef? Da müsstest du jetzt Mitarbeiter fragen. Ich habe einfach mir immer Mühe gegeben, fair zu sein, korrekt zu sein. Ich bin sicher streng gewesen, habe aber immer korrekt gezahlt. Also ich hätte nie einen Unterschied gemacht zwischen Frau und Mann zum Beispiel. Und auch, wo man Firmen verkauft und haben die Mitarbeiter am Erfolg beteiligt. Also ich würde jetzt sagen, immer korrekt. Ja. Ich habe sicher viel gefordert und viel verlangt. Und jetzt bin ich auch in einer Firma am Aufbau, wo wir auch genau mit dem gleichen System vorgehen. Ich bin ein schlechter Chef, weil ich habe zu wenig gefordert von den Leuten. Ich habe aber in einer Branche geschafft, und nicht gute Löhne können zahlen. Ich habe immer das Gefühl gehabt, ja, kannst du nicht zu viel verlangen. Im Nachhinein finde ich es auch ein Fehler, weil wenn man nichts fordert, kann sich die Mitarbeiter auch nicht entwickeln. Auch bei den Lehrern, die beliebtesten Lehrer sind nicht oft nicht die, die man am meisten gelernt hat. Man lernt bei den Lehrern, die Forderungen stellen. Im Moment, wie bei vielen Sachen, macht es keinen Spass, aber im Nachhinein ist es gut, hat man es erlebt. Ja, ist das so? Bei meinem Lehrer, wo mich einmal am Morgen um 7 Uhr kommen hat und am Mittwochnachmittag und am Freitagnachmittag immer noch dankbar und wir haben uns bis zu seinem Tod immer regelmäßig getroffen. Aber da, wo ich mit ihm in die Schule bin oder zu ihm in die Schule, habe ich einen Kast natürlich. Was mich wundern nimmt, du bist ja lange Jahre Gemeindepräsident gewesen. Gleichzeitig bist ja du sag ich mal, sehr kontrovers in Aussagen. Zumindest in den Medien wirst du wahrgenommen als sehr, sehr deutlich. Man kann sagen, also die Linke würde sagen, extrem, oder, in den Aussagen. Hast du sicher auch bewusst mit diesen Zuspitzen gespielt. Was mich wundernimmt, ist es nicht so, bei einer Gemeindewahl, ist es ja nicht einfach, ist ja eine Majorzwahl, da heisst man ja am Schluss über 50% der Leute hinter sich haben. Ist das nicht schwierig, mit so einem extrem konträren oder, wie sage ich mal, spaltenden, negativ formuliert, spaltenden Stil überhaupt so einen Job überzukommen? Ja gut, ich habe mich nicht um den Job gerissen in dem Sinne. Also ich meine, ich habe das gerne gemacht und ich glaube, es war meine schönste politische Rolle gewesen, Gemeindepräsident, Gemeindamme, wie sie morgen heisst. Aber ich habe mich nie verbogen, um das Amt zu machen. Also die Leute haben immer gewusst, was sie bekommen, von Anfang an. Ich habe nie mit meiner Meinung hinter den Berg zurückgehalten. Natürlich als Gemeindeamt muss man auch integrieren, man muss für alle da sein, man muss links und rechts gleich behandeln und das ist mir sicher auch gelungen. Und ich habe auch eine andere Rolle gehabt, damals als Fraktionschef, zum Beispiel SVP Aargau oder Kantonsrat, wie als Gemeindeamt. Das habe ich können trennen, vielfach zum Nützlichen verbinden, aber nach außen ist klar, Gemeindeamt ist eine andere Rolle. Und deine allererste Wahl, ist dort das knapp gewesen, im Stich? Ich kann mir vorstellen, dass man fast knapp gewesen, oder? Wenn man ja, du bist ja dort schon ein sehr pointierter Politiker gewesen. Oder wie ist das dort gelaufen? Ja, also im 98 bin ich in den Gemeinderat gewählt worden, bin ich der einzige Kandidat gewesen, das ist noch einigermaßen komfortabel gegangen. Und dann im 05 in Gemeindeamtwahl, dort war ein harter Kampf gewesen, ja, weil es hat eine Dame das auch noch machen wollte. Und mein Vorgänger ist abgewählt worden. Das war eine ziemlich eine harte Geschichte für alle, die dabei waren. Wir haben ihm die Chance gegeben, nochmal anzutreten, wenn er seine Kleinkriege aufgegeben hätte mit der Bevölkerung, wo sie sich aber geweigert hat. Und dann wäre jetzt allein abendfüllend, um zu sagen, wie es dort standen ist, dass dann wir zwei gegeneinander antreten sind. Und dann war ein harter Wahlkampf gewesen und am Schluss haben wir dann gewonnen. Und ich glaube, ich habe es 12 Jahre recht gemacht für die Bevölkerung. Und was du gewonnen hast, hast du quasi mit 53% gewonnen, oder? Nein, vielleicht 40-60 so. 40-60. Also, ja, da bin ich vielleicht noch nicht ganz so schlimm
gsi. Und hast du am Anfang schon müssen schauen, also von Anfang an müssen schauen, dass allen Leuten gut geht. Wie du gesagt hast, das ist eine Parteipolitik auf der Gemeindeebene ein bisschen im Hintergrund, kann man das so sagen? Ja, das sagt man immer, aber ich finde es gleich wichtig, dass man Leute von einer Partei wählt, weil der Trend jetzt in einer Partei los ist, man weiss auch nicht, was man rüberkommt, oder? Bei mir hat man immer gewusst, wo man ist, absolut. Nicht zweideutig, man hat immer gewusst, was man rüberkommt. Aber ich habe es mehr als Unternehmer geführt, die Gemeinde. Und durfte mit meinen Kollegen das so machen, also wie eine Firma führen. Wir sind sehr erfolgreich gewesen. Wir sind von einer mittelprächtigen Gemeinde zur Nummer 1 Gemeinde im Aargau geworden, bei der Steuerfuss, beim Pro-Kopf-Einkommen. Also wir haben Ordnung gehabt, wir haben heute noch Ordnung in dieser Gemeinde. Also bei uns gibt es keine Sprayerei und wenn sie sind, dann werden sie 24 Stunden entfernt. Wir haben Ordnung auf der Straße, wir haben keinen Abfall. Einfach hat alles funktioniert. Wir haben top Steuerzahler hergeholt, haben den Steuerfuss immer mehr können senken. Und haben auch, wie wir eingekauft haben, wie wir uns verhalten haben in dieser Gemeinde, immer und mit dem unternehmerischen Ansatz. Und das ist wirklich dieser Gemeinde auch gut angekommen. Du hast ja zum Teil deine Kampagne, die du fährst, zum Beispiel auf deiner Webseite, machst du deine Webseite selber, oder? Ja. Darf ich sagen, ich finde sie ganz schlimm. Muss sie schlimmer machen. Okay, ja, ich. Ja. Also inhaltlich würde ich nicht bewerten, aber grafisch habe ich das Gefühl, ich bin im Jahr 2004 angekommen. Ja, das ist das letzte Mal updated worden. Hilft mir schön, eine Auffrischung zu machen. Aber es ist sehr interessant, auf die Webseite zu gehen, weil, wenn man darauf sieht, ist, du tust nach die alte Kampagne zeigen, ich glaube, Aarau statt Ankara und Maria statt Scharia und so. Das ist ja zum Teil mit dem Augenzwinkern, aber es ist ja dann auch eine Botschaft, die sehr tut. Ich habe das Wort Spalten nicht gerne, aber sehr... Polarisieren. Polarisieren, genau. Das machst du nämlich auch ein Stück weit bewusst, oder? Machst du das bewusst als Masche, weil du weißt, so wirst du gehört und dann gibt es Reaktionen von den Medien und die Wahrheit findest du gar nicht so dramatisch, weil du hast ein blutige Messer auf dem Plakat und so weiter. Oder ist das wirklich deine ehrliche Überzeugung, dass wir Gefahr haben, dass jetzt die Scharia in der Schweiz etabliert wird? Das ist schon meine Überzeugung, dass wir im Islam, vor allem im politischen Islam, müssen wir Einhalt gebieten. Wir haben eine Glaubensfreiheit, die ist einzuhalten, aber der politische Islam ist wirklich in jeder Form zu stoppen. Und Maria statt Scharia, das war wirklich ein Knaller gewesen. Mit dem bin ich auch in ein Buch gekommen, das heisst «So nicht», also wie man Werbung, also es ist dann bewusst mit einem Augenzwinkel gewertet, wie man Werbung eventuell nicht machen sollte. Ist nachher kopiert worden sogar, ist dann mir noch vorgeworfen worden, wir hätten die irgendwie den MPD oder wo abgekupfert, dabei ist es umgekehrt gewesen, lässt sich auch belegen vom Zeitpunkt her. Oder jetzt auch eben Aarau oder Ankara, Baden oder Bagdad, all die Kampagnen sind eigentlich schon so, dass ich sage, ja, ich stehe hinter dem, ich bin überzeugt, dass wir aufpassen müssen. Und natürlich ist das Stilmittel der Provokation drin, ist klar. Ich finde interessant, die ganze Debatte über die Ausländerpolitik, da denke ich, man tut sehr oft vom falschen Ende her argumentieren, oder? Man kann doch sagen, wir wollen die Ausländer nicht da haben, aber da ist eigentlich falsch argumentiert, weil eigentlich sollte man dann nicht über die Ausländer schimpfen, sondern wenn schon, sollte man über Politik schimpfen, weil man kann ja sagen, auch wenn wir möglichst gerne, also ich finde jetzt das Leser, dass wir in der Schweiz Vielfalt haben, ich finde gut, haben wir also von der Pizza bis zum Kebab, was auch immer, die Kulturvielfalt, auch nicht nur auf der kulinarischen Ebene, aber was ich jetzt Gefahr finde, ist, dass man so eine Art Ghettoisierung hat, wie in Paris oder in München, in Berlin und so weiter. Dort wird es wirklich schlimm. Und dort kann man eigentlich sagen, die Gefahr ist ja nicht unbedingt die eigenen Ausländer, da kann man gar keinen Vorwurf machen, der will ein besseres Leben. Klar wird er kommen. Sondern die Gefahr ist ja dort, dass die Politik uns Bürger überfordert, wenn es darum geht, die Leute quasi zu integrieren. Und die Schweiz ist aber Weltmeister im Integrieren. Ich glaube, wegen dem Ausbildungssystem, das wir haben, dass man mit einer Lehre noch etwas erreichen kann. Und nicht jeder, der studiert hat, hat es mir nicht. Aber ich finde, statt dass man den Fokus auf die Ausländer setzt und sagt, das sind quasi, die machen Fehler oder sie sollen nicht kommen, müssen wir uns eigentlich einfach nur an die eigene Nase nehmen und für die Ausländer ein hohes Verständnis haben, dass sie in ein Land kommen wollen, wo so vieles, bis Corona, so vieles so gut funktioniert hat. Ja gut, also zuerst mal, Integration ist eine Frage von der Menge. Also wir können in einer Schulklasse, ich kann kürzlich wieder eine Klassenliste bekommen, da sind irgendwie 25 Kinder, eins Deutsches und zwei Schweizer. Da hat mir der Vater geschrieben, mein Kind wird wohl kein Lernerfolg haben. Und ich kann ihm dann nicht widersprechen. Also Integration ist eine Frage von der Menge, Integration ist auch eine Bringschuld. Der Ausländer muss sich dazu beitragen, dass es gut kommt.
Und mit der Personenfreizügigkeit, mit der EU, wo einfach jeder kann kommen, machen wir wirklich einen riesen Fehler. Also wir müssen das schon sehen. Aber der berühmte Spruch von Frisch, wir riefen Ausländer, es kamen Menschen, das hat auch gestimmt. Und dort haben wir aber noch Leute gehabt, vor allem mit dem Saisonierstatut, wo man sich hat müssen bewähren, bevor man nachher definitiv für länger da sein. Hat nicht nur schlechte Seiten gehabt. Heute, wo man einfach kann kommen und wenn denen, die sich selbst helfen, hilft Gott, den anderen hilft der Staat. Also wenn es nach dem Motto geht, und wir sehen, wo die Kosten hinlaufen, vor allem von Leuten, die im Asylbereich kommen, dann haben wir wirklich jetzt Notbremse zu ziehen. Das geht nicht mehr so weiter. Aber auch dort muss man sagen, eben, wenn sich die Leute integrieren, wenn wir halt ein Umfeld haben, wo es ihnen ermöglicht, dass sie sich gar nicht mit integrieren, dass sie quasi wie jetzt Chinesen in Chinatown sich einfach können aufhalten und sie können das Leben leben, ohne jemals ein Wort Englisch zu lernen, dann ist das eine Art eine Kritik an den kann nicht unbedingt die einzelnen Leute kritisieren, die sich einfach das bequemste Leben suchen. Ich glaube, das machen wir am Schluss sehr viele machen dann. Wir wollen ein möglichst schönes Leben haben und nicht unnötige Widerstände überwinden, wenn es nicht nötig ist. Mhm. Also ist alles deine Kritik, wenn es richtig. Also ich finde, deine Kritik sollte sich eigentlich darauf konzentrieren, Politik zu kritisieren und nicht die einzelnen Leute. Wenn es die 23 Schüler in dieser Klasse Ausländerkind sind, man kann denen auch keinen Vorwurf machen und auch die Eltern nicht. Sie kommen einfach gerne in ein schönes Land. Ja, schon, aber eben, das ist mit der Politik halt auch vor allem von der linken Seite, wo es fühlt, man sollte jedem einen Platz geben im Land hin. Und da erinnere ich einfach daran, gerade jetzt im Asylbereich, in Afrika kommen alle 12 Tage, tut sich die Bevölkerung um 1 Million Menschen erweitern. Das heisst, die 1,5 Millionen Menschen, die wir mehr oder weniger unfreiwillig im 15. auf Europa geholt haben oder eingelassen haben, die sind die 18 Tage nachgeboren gewesen. Und allein das zeigt uns, dass wir einfach keine Chance haben, das Problem bei uns oben zu lösen, wir müssen es vor Ort lösen. Und das andere ist halt schon, wenn wir Arbeitsmigration haben, wenn wir die Leute brauchen zum Arbeiten, gerne, und das soll auch die Familie mitkommen können, selbstverständlich, aber hierher kommen und auf die soziale Hängematte liegen, das darf einfach nicht wahr sein. Das müssen wir stoppen und das kann man in der Lüge Vorwurf machen, das stimmt, wir müssen unser System verbessern. Und das ist auch eine schwierige Aufgabe, kann man einfach sagen, oder? Ich glaube, so Sozialhilfsmissbrauch ist schwierig, oder? Haben wir sagen, ich habe als Gemeindamme und also auch mit meinen Gemeinden als Kollegen immer, wenn ich von dem erzähle, wir haben zum Beispiel durchgesetzt, dass man morgen um 7 Uhr muss arbeiten kommen. Also wer vom Staat, von uns, von der Gemeinde geltend will, hat 0700 im Gemeindewerk antraben und Leistungen verrichten für die Gemeinde. Und zum Beispiel? Orange Westen, Kübeli, Greifzangen und den Wohlstandsmüll entlang am Strassenrand zusammen sammeln. Oder durchaus auch bei der Kehrichtabfuhr mithelfen. Einfach für die Gemeinde helfen, arbeiten. Wer von uns Geld bekommt, muss für uns arbeiten. Gibt es nicht Leute, die nicht können arbeiten? Das ist selbstverständlich, die gibt es immer und die muss man auch respektieren. Aber es hat dann sehr viele gegeben, die hätten können, aber blitzartige weggezögelt sind. Also auch zum Beispiel das Auto. Wir haben ab 5'000 Franken Wert, haben wir das Auto verwertet. Wir haben die Autoschilder eingezogen. Wer Sozialhilfe kassiert, hat kein Recht, das Auto zu fahren. Und das haben wir durchgezogen. Und dann kann ich dir sagen, ist die andere Hälfte auch noch weggezögelt. Also, als ich gegangen bin, haben wir 3 Sozialfälle gehabt, alle medizinisch begründet. Und auch da lohnt es sich regelmäßig herzuschauen, ob das wirklich ein triftiger Grund ist oder ob er gespielt ist. Wir haben auch da mehrere Fälle gehabt, wo wir selber im Laiensystem aufgedeckt haben, dass wir beschissen werden. Und in den nächsten 4 Jahren, das ist das eingeführt und das ist dann von den Wählern für gut befunden worden. Hätte ich für das dann unterstützt und bist ja dann mehrmals wieder gewählt worden. Ja, ich bin insgesamt ja über 20 Jahre gewesen, 12 Jahre von Gemeindepräsident. Ja, ich muss vielleicht so sagen, es haben vielleicht auch nicht alle gewusst, was wir machen. Es sind einfach gewusst, es läuft rum. Das ist eben Gemeinde ist in der Ordnung. Das merkt man, wenn du in eine Gemeinde hinkommst, merkst du, ob die Gemeinde in der Ordnung ist, ob es funktioniert. Mhm. Einfach rein optisch, wenn es einfach Ordnung ist, wenn kein Gras zwischen den Anstehen rauswächst, wenn keine Versprechereien sind, wenn eine Ordnung ist, wenn man sich grüßt auf der Straße, da fühlt sich der Bürger wohl. Und das ist bei unserer Gemeinde der Fall gewesen. Oder immer noch. Ich habe einen hervorragenden Nachfolger und auch ein anderes, also die anderen Gemeindeplatzmitglieder machen das immer noch sehr gut. Und das lohnt sich einfach. Und der Krach ist ja dann losgegangen beim Asylbereich, wo wir bereit sind, die Busse zu zahlen, weil wir keine genommen haben. Oder? Am Anfang war die Busse 30'000 Franken im Jahr für 10 Stück. Und nachher hat man die verzehnfacht. Und wir haben es uns einfach können leisten. Wir haben sie einfach immer noch gezahlt. Und wo dann mal irgendwann rauskommst, um es zu zahlen, den Blickbericht ist das gewesen, dann sind dann die Asylfreunde, die es vorher der Jahre lang nicht geschert hat, dass wir keine aufnehmen, sind dann plötzlich auf Barrikaden. Und da hat es dann ziemlich Rabatz gegeben, geschürt von den Medien natürlich. Und hat eine ganz knappe Abstimmung gegeben, die ich gewonnen habe. Aber
wir haben dann trotzdem auch denen es gleich da und haben dann ja Asylbewerber in der Gemeinde aufgenommen. Wir haben dann allerdings verlangt christlich-syrisch und nicht einfach irgendwo von Eritrea oder wo es gerade einem beliebt daher zu kommen, sondern eben aus einem Gebiet, wo die Leute wirklich an Leib und Leben wieder hoch sind und geflüchtet sind. Die Kantonage hat ein lang gebraucht, um eine christlich-syrische Familie zu finden. Und wir haben dann mit der Nachbargemeinde ein Agreement gefunden, um die anderen können unterbringen. Das klingt nach einem rechten nach einer negativ formulierten Bastellösung, die man da gemacht hat, damit es, wie sagt man dem, positiv formuliert, sehr diplomatische, man müsste verschiedene Strippen ziehen, bis es eine Lösung hat, die allen nicht gepasst hat. Nein, wir haben gewonnen, also die Gemeinde hat die Abstimmung gewonnen, wir hätten keinen müssen nehmen, wir hätten weiterhin dafür zahlen, haben aber gesagt, wir wollen, wir wollen doch jetzt das Gleiche tun und, uns ein bisschen solidarisch zeigen. Mhm. Es ist hier einfach der Grundsatz, in dem 15 auch, dass wir gesagt haben, wenn Gemeinden aufnehmen, ohne Diskussion, dann hat der Kanton kein Problem. Dann nimmt er auch weiter auf und meldet auch auf Bern kein Problem. Und somit lässt man einfach Grenzen offen und lässt einfach alle rein. Und das kann nicht sein. Wir haben gesagt, wir müssen den Unsinn stoppen. Und heute sehen wir ja, ich meine, allein 2015 hat die Schweiz 40'000 Asylbewerber aufgenommen, die absolute Mehrheit Wirtschaftsflüchtlinge, die nicht aus einem ernsthaften Leib und Leben bedroht sind, zu uns kommen. Und das kann einfach nicht sein. Das Asylrecht wird mit Füßen treten. Man verliert den Pass, aber hat das Handy noch und so weiter. Also es ist unglaublich. Es wird nicht mit Füßen treten, es wird nach deiner Sicht zu grosszügig ausgelegt, oder? Nein, aber auch von den Leuten, die kommen. Ich meine, wenn man einfach regelmässig den Pass nicht mehr hat, aber das Handy schon noch, dann ist einfach Mitwirkungspflicht verletzt. Und wir haben eine Mitwirkungspflicht. Oder? Wir haben jetzt auch in der Kommission durchgebracht, dass wir die Handydaten auswerten dürfen. Natürlich haben die Linken getobt und gemacht und die Anti-Grünen sowieso. Aber ich komme jetzt, glaube ich, auf gutem Weg, dass wir die Handydaten auswerten dürfen. Natürlich nur beschränkte Zeit und so weiter. Aber da kann man eben sehr genau schauen, woher das jemand kommt. Aha, interessant. Und bei den Leuten, die am 7. müssen antreiben, zum Schiele greifen und gehen fötzeln, oder wie soll man sagen, hat es da derartige gehabt, dass sie ein Jahr, zwei gemacht haben, oder sind alle weg? Nein, wir haben zum Beispiel einen Erfolgsfall gehabt, den haben wir dann gefötzelt und dann hat er mal auf einen Spülwagen müssen, wo wir Kanalspülungen gemacht haben und der ist dann gerade von dieser Firma angestellt worden, weil er sich eben korrekt verhalten hat und auch wirklich hat wollen arbeiten. Das hat ja immer wieder auch Leute gegeben, die man wieder zum Arbeiten gebracht hat. Es ist einfach der Grundsatz, wenn jemand in die soziale Hängematte liegen kann, Sozialhilfe bin ich immer der Meinung, sollte vorübergehend sein, sollte nicht zu bequem sein, sollte noch ein bisschen unbequemer sein als arbeiten, weil ich meine, der morgen um 7 aufsteht oder noch früher und gar arbeiten soll, wirklich mehr haben als der, der am Staat auf der Tasche liegt. Das ist interessant. Wird das nachgeahmt von anderen Gemeinden? Oder ist das? Man muss es fast überall wieder erklären. Ich mache ja so Seminare für Gemeinden, die das wünschen. Da ernten wir immer grosses Erstaunen. Also das meiste gehört ist, dass ein Sozialvorsteher sagt, er wüsste ja gar nicht, wer bei ihm auf der Tasche liegt. Und dann, wenn man sagt, ja, wieso denn nicht? Du bist doch der Chef von dem Ding. Ja, aber wir haben da unsere Abteilung und die geben mir die Daten nicht. Dann muss man sagen, oh, Entschuldigung, aber jede Gemeinde muss ja wohl wissen, wer da im Staat auf der Tasche liegt. Und zwar, eben, Sozialhilfe muss nicht negativ sein. Es kann ja jeder von uns mal in die Schnitz kommen und froh sein. Und für das ist es ja auch gedacht, dass wir solidarisch für die da sind, die aus unverschuldet in das Problem geraten. Aber es soll eben temporär sein. Da ist ein Vorwurf, den ich der Linke persönlich auch mache, dass ich sage, dass wenn man gegen Missbrauch von der Sozialhilfe vorgeht, wenn man da Detektiven anstellt und so weiter, abgesehen vom Datenschutzproblem, und ich auch respektiere, dass das alles kann sein, aber die Linke müsste die sein, die am allermeisten dafür sind, dass man den Missbrauch abstellt, weil der Missbrauch unterminiert das Vertrauen in die Institution, die ja so wertvoll ist, in der Errungenschaft von Schweizer Sozialstaat. Und ich verstehe nicht, dass man da in eine Verteidigungshaltung rückt. Das ist mir intellektuell nicht nachvollziehbar. Ja gut, das ist natürlich, also die Linken leben natürlich in dem Honigtopf der Sozialhilfe. Also da hat es natürlich, du wirst ja keinen normalen finden, wo, also das ist jetzt ein bisschen hart, aber also ich sage jetzt mal, in der Regel sind Sozialhelfer politisch eher links, also jetzt mal vorsichtig ausgedrückt. Und die haben natürlich dann auch Interesse, dass da immer neue Kunden kommen. Das ist natürlich, also das sieht man eindeutig. Also, und da hat sie ja so eine Gutmenschen-Mentalität, wo man sagt, dass jeder ist grundsätzlich mal nicht der, der beschießt und ist unverschuldet reinkommen. Und da habe ich vielleicht eine andere Haltung und finde, okay, wenn er reinkommt, ist okay, aber dann schauen, dass man wieder rauskommt. Ich glaube, das ist das Ziel. Und das merkt man bei diesen Leuten leider dann nicht in der Sozialhilfeindustrie.
Ich hatte Roger Köppel schon die Frage gestellt. Ich bin nicht ganz befriedigend die Antwort bekommen. Ich weiss nicht mehr, wann er gesagt hat. Er hat sicher brillant formuliert, aber ich weiss nicht mehr, was seine Meinung ist. Findest du nicht, dass die Bürgerlichen oder die Rechten entweder ein Marketingproblem haben oder ein tatsächliches Problem haben in der Form, dass sie als gefühlskalt wahrgenommen werden? Weil die Forderungen, die du stellst, sind eigentlich für mich rational nachvollziehbar, aber irgendwie kommt es einfach ein bisschen, auch wenn es nicht so ist, es kommt wie so ein bisschen kaltherzig über. Und denkst du, das wäre ein grosser Zugewinn, wenn es der SVP würde gelingen, entweder dem, was sich im Verhalten ändert oder ihr Marketing verbessert, dass sie besser den Leuten mitteilen, dass sie eben auch ein Herz haben? Ist das eher ein Marketingproblem oder eher ein tatsächliches Problem, das man gar nicht verhindern kann, weil ihr lebt einfach damit, dass ihr kaltherzig sind? Nein, wir sind sicher nicht kaltherzig. Und ich glaube, es kommt auch immer darauf, wie die Medien transportieren. Ich meine, das ist natürlich das grösste Problem, das wir haben, dass die Medien uns auch immer so herstellen. Und du wirst... Schau jetzt mal das Beispiel jetzt da wieder der Löwra. Also der Unglücksfall, der passiert ist, ich habe jetzt erst gemeint, man hat sich einen Tag vertan. Es war der 1. April gestern gewesen. Also die Mitteilung, dass ein Sozialistin, so Maruga, der Sozialist Löwra, mit null, aber null Erfahrung in irgendeinem Bereich, wo er jetzt dann gefordert wäre, außer dass er einen Streik organisiert hat und Gewerkschaften war, gewählt wird. Heute müsste ich ein Aufheulen sein. Und es müsste eigentlich die ganze Zeit sagen, geht es eigentlich noch? Ist irgendwas ein Assessment durchgeführt worden? Ist irgendeine Ausschreibung gewesen? Nein, man wählt den Parteikollegen, oder? Und wenn das umgekehrt wäre, hätte es einen riesen Skandal gegeben. Der Blick hätte die grossen Buchstaben gar nicht mehr gefunden und er hätte wieder drücken. Es ist einfach wirklich, es wird mit unterschiedlichen Ellen gemessen und wir werden einfach regelmäßig blöd und so hergestellt. Ich meine, also ich darf jetzt für mich in Anspruch nehmen, ich habe ein extrem grosses Herz für Leute, wo es zum Beispiel schlecht geht. Also ich habe überhaupt keinen Anlass, mich als kaltherzig bezeichnen lassen. Mhm. Und ich habe sicher auch schon viele Leute geholfen. Habe ich auch nicht gemacht, gell? Nein, aber das Marketing, ich meine, du kannst es noch so schön darstellen, wenn es nachher von den Medien nicht gebracht wird. Das aber ist ich bin ja der Erste, der die Medien gerne kritisiert. Ich mache nichts anderes jeden Tag. Und trotzdem findest du den Gedanken nicht interessant, dass sich die SVP müsste überlegen müsste, gerade wenn du so energisch jetzt sagst, dass du ein Herz hast, dass man das unabhängig von den Medien, die machen, was sie machen, ich finde, das Problem ist nicht überall auf der Welt, auch in den USA. Es kommt einem immer vor, dass die Bürgerlichen, die eigentlich einen schlanken Staat wollen, wo am Schluss aber für die Menschen nach der Vorstellung der Bürgerlichen ja allen am Schluss zu gut kommt, wenn man einen schlanken Staat hat, weil man dann mehr Wohlstand kann entwickeln, dass man doch irgendwie einen Weg finden müsste. Ich habe auch keine Lösung für das, dass man irgendwie eben einfach ein bisschen warmherziger rüberkommt. Findest du den Gedanken völlig doof oder kannst du verstehen, was ich meine? Ja, es wäre schön, wenn man es so könnte transportieren. Aber manchmal ist es auch, wenn man etwas sagt oder, und einem der Inhalt nicht passt, dann wird eigentlich dann der Stil kritisiert und nicht das Thema selber. Also, wo wir das erste Mal vom Sozialmissbrauch geredet haben, dann hat man auch aufgehört, es stimmt nicht und ist doch nicht und so, bis man gemerkt hat, doch, da passiert einiges. Und es ist jetzt auch ja eine ganz grosse Kehrtwendung hat stattgefunden, vor allem im IV-Bereich. Oder jetzt hat man wirklich die Ski-Invaliden, wo wir das thematisiert haben, ist ja das ein Unwort geworden. Und inzwischen weiss man doch, da hat man jetzt also massiv müssen korrigieren. Vielleicht auch wieder zulasten von denen, die es tatsächlich verdient hätten. Oder? Ich glaube, sozial ist der, der Arbeitsplätze schafft, finde ich. Ein Sozial ist der, der Gutes macht und nicht unbedingt muss darüber reden. Mhm. Also das merkt man ja bei der Linken. Also wenn du da so einen Spenderaufruf machst, dann kannst du umkehren und schütteln, kommt nichts. Nicht, weil es nichts hätte, sondern weil es einfach nichts gibt. Also ich finde, der sozialste Mensch in dem Land ist der, der Arbeitsplätze macht. Ich habe gerade erfahren, wir haben gemeinsame gute Bekannte und du bist, das sage ich jetzt von mir aus, das war ja privat gewesen, aber ich glaube, ich darf das sagen, du bist auf Indien gegangen, um ein Schulprojekt zu unterstützen, hat er mir gesagt. Ja, also ich habe mal ein Bild, es hat so angefangen, dass ich ein Bild ersteigert habe an einem Wohltätigkeitsball für die Schule in Indien. Ja, relativ einen guten Betrag hat das gegeben. Hat wie viel? Ich weiß nicht mehr auswendig, ich sage jetzt vielleicht 15'000 Franken auswendig, aber ich kann es nicht mehr ganz genau sagen. Aber es hat einen substanziellen Teil von dem Schulbudget ausgemacht, offensichtlich. Und dann haben wir die Idee gehabt, wir könnten die Schule mal miteinander anschauen. Und dann sind wir ein paar miteinander zippert, dann sind wir auf das Indien, auf das Kalkutta, das anschauen und vor Ort auch überzeugen, dass das Geld gut eingesetzt ist. Und ich tue sie nach wie vor unterstützen. Wir haben das allerdings der Wohltätigkeitsball das Jahr nicht können durchführen, oder letztes Jahr nicht können durchführen, weil
eben Corona-Regeln uns ein bisschen quer gekommen sind. Aber ja, natürlich, aber es hängt nicht die grosse Glocke und das ist jetzt auch nur, weil du erwähnst. Genau, ich habe es aktiv erwähnt, weil ich wusste, du machst es nicht. Oder wahrscheinlich nicht, weil du gesagt hast, man soll sich an die grosse Glocke hängen. Auf der anderen Seite ist nicht genau das ein Weg, damit die Bürgerlichen oder die Rechten ein Wärmeherz rüberkommen, dass sie auch ein bisschen mehr vermarkten, was sie gut machen, jetzt auf privater Ebene. Es gibt ganz viele Unternehmer, die ich jetzt kenne, wo das Herz am rechten Fleck kennen und wollen gut zu tun. Und das wird immer nur durch Schaffen von Arbeitsplätzen, sondern wirklich mit konkreter Hilfe. Ich glaube, von Christoph Blocher ist auch bekannt. Also er hängt es auch nicht an die grosse Glocke, aber er hat auch schon vielen Leuten geholfen. Führt das schon einen Weg, dass man das ein bisschen, ich meine, das ist nicht gutes Tun und darüber reden, ist ja, glaube ich, nicht per se etwas Schlechtes, oder? Ja, schon nicht, aber ich glaube eben, man will ja nicht mit dem Weichzeichnen drüber, weil es hat die Härte, die Seite, die hart tönt, aber einfach konsequent ist und es gibt die andere Seite, wo man, also ich will jetzt auch nicht das, wie sagen, das gross rausloben, aber ich glaube, wenn man mit den Leuten recht umgeht, dann muss man das ja nicht speziell hervorheben, weil es einfach zum Anstand gehört, dass man die Leute korrekt behandelt und eben auch korrekt zahlt und wenn eine Not am Mann ist, hilft. Und ich kenne wirklich in meiner Gemeinde auch extrem viele sehr reiche Leute, die wo wirklich extrem viel machen. Und also das sieht man natürlich auf der Steuerabrechnung oder wo immer, oder wenn man mit ihnen Kontakt hat. Die wollen ja nicht, dass das rauskommt, sondern sie machen es einfach im Stillen und wirken vielleicht sogar nach außen auch hart, aber sie machen sehr viel Gutes. Dann muss ich ein Szenario zeichnen, das dir sehr gefallen würde. Die SVP hat eine absolute Mehrheit. Oder 51% vom Nationalrat sind SVPler. Würdest du dann immer noch gleich, das Wort extrem gefällt mir nicht, aber gleich radikal, das Wort radikal gefällt mir, etwas an die Wurzeln packen, würdest du immer noch gleich radikal politisieren, also auch im Sinn von der Aussenwerbung, die du machst, oder würdest du sagen, nein, ich mache jetzt das jetzt besonders radikal aus dem Grund, damit ich gehört werde, weil oder würdest du sagen, nein, was ich mache, ist nicht einfach nur Marketing, es ist durch und durch meine Leidenschaft, jetzt zu schauen, dass man da Maria statt Scharia in die Welt raushebt. Ja, ich glaube, als Politiker hast du zwei wichtige Eigenschaften, Glaubwürdigkeit und die Unabhängigkeit. Also bei mir weiß man, was ich bin, also was man ist, wenn man mich wählt. Und man weiß, dass ich unabhängig bin und mich von niemandem kaufen lassen. Und ich glaube, das sind die zwei wichtigsten Eigenschaften. Und ich sage immer, unser Ziel müsste sein, 51% zu holen. Wenn die Medien auf unserer Seite wären, hätten wir schon lange über 40%, bin ich überzeugt. Wenn die Medien so positiv über uns würden schreiben, wie sie über gewisse Rote und Grüne schreiben, hätten wir schon lange, wären wir dort oben. Hätten wir 51%, braucht es wahrscheinlich eine neue Partei. Weil es würde uns dann zu wohl werden. Also es braucht einen Wettbewerb und eine absolute Mehrheit ist vermutlich nicht gesund für unsere Landschaft. Oder? Das ist etwas, was mich ewig schon fasziniert. Ich reg mich auch die ganze Zeit auf über die einseitige Berichterstattung, jetzt auch bei Corona und bei allem. Aber auch eben, man kann wirklich sagen, es ist links, Schweizer Fernsehen ist links. Was ich nicht verstehe, ist, man sollte eigentlich meinen, das grosse Geld ist ja schon eher bei den Bürgerlichen. Also klar haben wir ein paar so Soros, weiß ich nicht was, oder wo man kann sagen, es sind links und so. Aber jetzt eben in Bloch haben wir ganz viele Leute, die richtig viel Geld haben, wo du eigentlich die Möglichkeit hättet, oder wo sie Interesse hätten, auch ihre Werbe können platzieren an Orten, wo in der bürgerlich geredet wird. Und trotzdem tut sich, also die Weltwoche ist sicher eine Erfolgsgeschichte, kann man so sagen, aber ist auch nicht wirklich im Mainstream angekommen, weil sie nicht auf Tagesbasis berichten, nur auf der Wochenbasis. Ich glaube, der Nebel spaltet weiterhin nur monatlich, wenn wir nicht täuschen. Wie kann das sein, dass es keinen rechten Mainstream gibt? Ja, weil halt Journalisten vom Berufes wegen einfach schon links sind. Also nach eigenen Bekunden übrigens. Das hat ja je nach Umfrage sind das bis fast 90%, die selber sagen, sie sind links. Vielleicht sagen sie noch GLP oder so, was ja fast schon das Gleiche rauskommt bei den meisten Fällen. Ich glaube, man kann es nicht mit dem Geld machen. Ich glaube eben, wenn die Medien die Dauerberieselung permanent auf die falsche Seite geht, dann kannst du es mit Werbung nicht zudecken. Das ist, glaube ich, das Problem. Aber eine Tageszeitung oder was, hat man x-mal geprüft und man hat x-mal verworfen, weil es einfach zu teuer kommt. Und ich glaube, man ist auch mit der Basel-Zeitung nicht glücklich geworden, trotz Sanierung. Also insgesamt hat die Verbreitung nicht mehr hergebracht. Die Abozahlen sind dann sofort eingebrochen, kaum ist rausgekommen, wer dahinter steckt.
Ich glaube, es ist schon schwierig. Aber es ist dann schon komisch. Also ich mache gerne den Vorwurf, dass die Massmedien links sind. Aber wenn auch Konsumenten das anscheinend wollen, weil sonst die Zahlen zusammenbrechen, dann muss man sagen, dann ist es einfach eine Abbildung von der Schweizer Gesellschaft. Ja gut, also man muss natürlich sehen, also es wird in der Schule ja auch nicht mehr gelernt lesen. Also dort fängt es natürlich an. Also das ist, ich sehe das also wirklich jetzt eins zu eins wieder in meinem Umfeld. Und das ist, glaube ich, etwas am Schlimmsten. Also dass man die Kinder nicht mehr dazu bringt, zu lesen, von der Schule aus schon nicht mehr richtig. Man darf ja bis zur dritten Klasse alles falsch schreiben, so wie man es gehört, und sollte dann ab der vierten anfangen richtig schreiben. Also das Bildungswesen ist da natürlich ganz, und das haben die Linken wirklich perfekt begriffen. Also mach es über die Bildung. Du erzählst, die Schweiz hat keine Geschichte. Du erzählst, eben alle Armen in Afrika sind mir die Schuld dran. Und so. Also wird ja wirklich unterrichtet, auch der Islam. Also in unseren Schulen, wenn ich gewisse Schulblätter zugeschickt bekomme, dann versteht man die Welt nicht mehr. Oder? Und ich glaube, es nicht mehr lesen ist etwas am Schlimmsten. Und da kommt genau die Kurzfutter-Geschichte, die heute im Internet, Breaking News, und dann haben wir das Schlagzeile und dann ist gut noch das Bild dazu und dann ist man zufrieden. Mhm. Dann müssen wir aber Kritik verschieben von den Medien auf Bildung. Das heisst, dem sind wiederum, da kann man den Medien nicht vorwerfen, sie sind einfach die Gesellschaft abbilden. Das Problem ist das Bildungssystem, das dazu führt, dass das Kind quasi einfach links erzogen werden. Ja, das kann man sicher sagen. Und ich sage auch immer, es wird immer teurer, dümmer zu werden. Also man hat so viel mehr Geld ausgegeben für die Bildung in den letzten paar Jahren und das Ergebnis ist immer schlechter, siehe PISA. Und das ist das, was wir wirklich korrigieren müssen. Und wir müssen auch unserem Bildungssystem Sorge geben. Aber der Bildungserfolg, wo ist der? Der ist natürlich mit den Klassen, die ich vorher erwähnt habe, da bringst du natürlich gar keinen vernünftigen Unterricht mehr her. Gut, unser Produzent ist Anfang 20 und ist blitzgescheit. Kann richtig schreiben. Ich glaube nicht, dass es ein Querschnitt ist für die Gesellschaft, dass die Leute nicht mehr können schreiben können. Also und Schulabgänger in der Regel mit 17 bringen keinen fehlerfreien Satz her, sehr wenig Textverständnis. Wenn sie eine A4-Seite bekommen und müssen es nachher zusammenfassen, haben sie grösste Mühe, in der absoluten Mehrheit. Ja, ist nicht, also ich mag mich erinnern, als ich jung war, hat es immer geheißen, die heutige Jugend. Es ist einfach so, dass man mit wieder selber langsam alte Säcke werden und darum einfach den Spruch für seine Eltern und Großeltern jetzt übernimmt und wir halt immer sagen, ja, die heutige Jugend. Und eigentlich aber sind sie zum Beispiel, gerade jetzt in der Rechtschreibung weiss ich es nicht, aber sind ja Medienkompetenz, sagen wir mal, der Umgang mit ihren Handys und so. Ich habe gehört, sie sagen, viel mehr lesen als früher. Jetzt kann man sagen, was lesen, aber... Ja, und wie sie es lesen. Also ich bin, oder das weiss vielleicht jetzt der Zuseher nicht, also ich bin 16 Jahre Chefexperte von Lehrabschlussprüfung. Ich habe 12 Jahre in einer Berufsbildungskommission vom Kanton Zürich mitmachen und habe 3 Jahre selber Gewerbeschule unterrichtet. Also ich bin im Bildungswesen ziemlich daheim und ich habe über die vielen Jahre, sind 31 Jahre hintereinander aktiv in der Bildung, kann ich also aus dem allein, aus dem Querschnitt, den ich dort erlebt habe, das Niveau, das uns jedes Jahr weiter abgegangen ist, wir mussten Prüfungsniveau senken, damit überhaupt noch die Hälfte durchgekommen ist. Also ich habe es eins zu eins miterlebt. Also ich habe es gesehen, wie unser Bildungsniveau das Loch abgeht. Interessant. Was machst du? Was für Arbeitszeit hast du? Du hast Firmen gross gemacht, du hast nebenzu politisiert. Ich glaube, du bist gleichzeitig Gemeindepräsident und im Nationalrat gewesen und jetzt bist du noch in der Bildungskommission, oder wo? Also ich bin vor glaube 4 Jahren raus. Ja, das hat total Spass gemacht. Ich habe das gerne gemacht und ja, ich fange morgen ein bisschen früher an als die meisten Menschen. Am 7. wie die anderen, die mir die Straße gefunden haben? Nein, dann bin ich das erste Mal müde. Also ich stehe in der Regel um 3:45 auf und versuche dann so. Je nachdem, ob ich noch Sport mache am Morgen und wenn ich nicht mache, dann bin ich in der Regel so 4:45 im Geschäft. Ich weiss, ob der Begriff Vogue-Kultur etwas sagt. Oder? Das Vogue ist das hyperpolitisch Korrekte. Sobald man etwas sagt, wo ein bisschen jemanden beleidigen oder triggern, wie man heute sagt, dann ist man ein ganz schlechter Mensch. Man versucht, die Leute zu canceln, dass sie ihren Job verlieren, wenn sie Twitter mal einen schlechten Moment haben oder auch einen guten Moment, je nachdem, wie man es anschauen will. Also das ist auch ein weltweites Phänomen, von den USA auf uns überschwappt, oder dass wir jetzt die Gästin haben, wir, ja, das ist noch okay, aber jetzt all das wieder umschreiben, was wir in den 80er Jahren schon mal hatten, das ist alles eine Art für mich jetzt sehr frustrierend und ein bisschen auch bedrohlich. Und du sagst also, der Kern, um das zu bekämpfen, liegt im Bildungswesen. Oder habe ich das richtig verstanden? Dass es quasi unsere heutigen jungen Leute, wobei Mainstream, gell, das sind auch 30, 40, 50, 60 Jahre, die das lesen und das irgendwie gut finden. Das sind nicht nur die Jungen. Ja, klar, kann man es auf die Bildung reduzieren, dass die quasi jetzt einseitig informiert sind?
Dann sind wir im Thema gewesen, wird überhaupt noch gelesen, wenn ja, wird wie viel gelesen. Und der Reinhold Würth ist mir ein grosses Vorbild, wie er seine Firmen aufgebaut hat. Und er hat das geflügelte Wort gebracht von «Wir sind Wissensriesen, aber Realisierungszwerge». Also heute haben die Jungen mit Google und Ähnlichem im Internet, die haben alles zur Verfügung. Also ich glaube, man hat, ich habe immer meinen Lehrlingen einmal das Beispiel gebracht, 1995 habe ich ein Produkt gesucht, ein ganz bestimmtes. Und habe gewusst, in Amerika gibt es es, aber bitte woher? Und ich bin dann einfach mit dem Flieger auf die Chicago und bin an einer Fachmesse und habe es dort tatsächlich gefunden. Aber heute kannst du im Internet mit 3 Klicks herausfinden, gibt es es. Also wir haben es sehr viel einfacher, aber eigentlich machen wir sehr wenig daraus, aus dem, was wir könnten machen. Und auch die Informationen, oder? Wenn natürlich heute jemand kritisch ist und auch vielleicht etwas kritisch schreibt und dann kommt plötzlich Facebook und sagt, das ist jetzt nicht schön, dass du das geschrieben hast. Das ist zwar wahr, ist bei mir passiert, in einer so einer die Windturbine, haben sie mit einem Sprühhelikopter enteist, damit nicht das so weit geworfen wird, oder die Flügel haben sich vereist. Und was gestummen hat, ist, dass es einen Helikopter gegeben hat, dass er heiß Wasser gespritzt hat, aber scheint es keine Chemikalien. Jetzt auswendig erzählt. Und schon hat Facebook das gesperrt und gesagt, der Bericht stimmt so nicht. Es ist keine Chemikalien. Genau. Und da kann man dann sagen, okay, das ist jetzt nicht ganz, vielleicht hat es tatsächlich, ist nicht von mir gekommen, ich habe es auch nicht verifiziert, ich habe gewusst, das gibt es, habe ich selber schon gesehen. Und wenn uns die Medien oder die sozialen Medien anfangen zu vorschreiben, was ist wahr und was nicht, dann kann es mir auch Sorgen machen. Wenn WhatsApp sagt, du darfst nur noch 5 weiterleiten und wenn es zu viel weitergeleitet wurde, darfst du nur noch 1 schicken. Das ist eine Bevormundung. Das macht mir extrem Sorgen, weil ich sage, hey, die Junioren und die Leute, die nehmen die Medien, die arbeiten mit denen und da kommt irgendjemand im Hintergrund, das ist ja Orwell hoch 3, wo sagt, was wahr ist und was nicht wahr ist. Und es geht noch viel weiter, oder? Weil die sozialen Medien haben eine wahnsinnige Macht, allein im Ausspielen von den Informationen, weil du kommst ja nicht einfach chronologisch die Sachen auf dem Facebook zu sehen, über was jetzt gerade so reintrudelt, sondern Facebook hat einen Algorithmus im Hintergrund, wo behauptet wird, so algorithmiert, dass du quasi einfach möglichst tolle Inhalte hast, die dich interessiert. Aber natürlich ist es eine kleine Sache, ist es übertrieben, aber wenn man gute Mathematik hat, kann der Algorithmus einfach so steuern, dass man dann einfach die Art von politischer Meinung überkommt, wo man und gewisse Informationen gar nicht überkommt. Und das ist fast noch bedrohlicher als das, was man sehen überkommt, ist das, was man nicht überkommt. Und wie ist denn das? Kann man nicht auf Gesetzesebene oder auf Nationalratsebene probieren, dem irgendwie, das irgendwie zu verhindern? Also ich bin selber ein Opfer dieser Zensurkultur. Also Opfer nicht überstilisieren, aber ich kann einfach nicht frei berichten. Wenn ich die grosse Menge von Leuten erreichen will, muss ich mich selber zensieren. Gibt es da keine Möglichkeit, dass man einen Druck macht und zum Beispiel sagt, wir verlangen von allen Social Media Firmen, dass ein Schweizer Niederlassung haben, damit wir die auch dran nehmen können, dass sie zum Beispiel nicht die gleiche Zensurkultur betreiben bei uns wie in Deutschland. Also ich glaube, dass man eine Anschrift muss haben und einen Ansprechpartner, eine Telefonnummer, eine Mailadresse mit einem Geschäftssitz in der Schweiz, ich glaube, das ist das Minimum, das wir jetzt fordern müssen, weil es kann nicht sein, dass man nicht mal mehr weiss, wie man an die Leute herkommen, die uns da zensurieren. Das geht nicht. Oder? Also das ist sicher das Minimum. Ist aber auch schon gefordert worden, wenn ich es auswendig richtig sage. Und ich glaube, da müssen wir ich finde, so wenig Staat wie möglich. Aber wenn natürlich anfangen, die Firmen sich so gebärden, wie es jetzt passiert, dann müssen wir wahrscheinlich eingreifen. Ja. Wie leben Sie, es gibt ja einen Bundesverfassungsartikel, der ist schlicht und einfach, Zensur ist verboten. Und jetzt habe ich das Gefühl, es wird einfach wie vorgelagert. Das heisst, der Staat tut einfach das der Social Media überlassen, die tun dann quasi wirklich sehr links, das muss man einfach so sagen, das ist einfach Fakt. Also wenn man jetzt eine negative Meinung über Trump hat, ist egal was, kann man es problemlos sagen. Wenn der Arnold Schwarzenegger von der Reichskristallnacht schwadroniert, wenn es dort die angebliche Stürmung vom Kongress, vom Senator so gegeben hat, dann ist das überhaupt kein Problem. Aber wenn man von Reichskristallnacht redet, im anderen Zusammenhang, dann ist das Verharmlosung vom Holocaust. Oder? Und die Delegation von der Zensur, vom Staat, einfach, dass man dort nach außen geht, das ist etwas extrem unsympathisch, eben auch etwas Bedrohliches. Und ich finde, müssen nicht der Staat dann fast schon einen Schritt weiter gehen und diesen Firmen vorschreiben, dass sie nicht dürfen zensieren.
Gut, ist jetzt die Frage, ob so ein grosser Konzern sich von der Schweiz etwas vorschreiben lässt, ob man den überhaupt kann packen kann. Ich glaube, das wird noch schwierig, oder? Jetzt mit unserer Grösse, die wir haben. Aber ja, also mir fällt einfach auf, und ich sammle ein Beispiel, dass sogar auf Twitter und überall, also da kann man auf uns losgehen und Sachen schreiben, wenn die Meldung kommt, bricht zurück, es ist alles bestens, und das geht also bis zu massiven Drohungen. Und umgekehrt wird man gesperrt, wenn man nur irgendein harmloses Bild veröffentlicht. Das ist also schon krass. Es gibt ja eigentlich einen Lösungsansatz, der recht überzeugend ist. Und zwar gibt es das Spiel, ein Mühlenspiel, und gibt es die Situation, wenn man eigentlich schon gewonnen hat, wo man, egal wie man den Stein schiebt, man hat immer gewonnen. Das heisst, ein Ficki Mühle. Das ist nicht, ob es zöhnt, das heisst, ein Ficki Mühle. Und im Moment tun die sozialen Medien genau das betreiben, weil man könnte eigentlich die sozialen Medien dazu zwingen, dass sie sich entscheiden, sind sie sind sie eine Plattform oder sind sie eine redaktionelle Redaktion? Das heisst, kennst du die Idee schon? Ja, genau, gehört, ja. Dass man sich quasi dazu zwingt und sagt, schau, ihr könnt von mir aus zensieren, wann ihr wollt, aber dann sind ihr für alle Inhalte verantwortlich, die drauf sind. Oder ihr könnt sagen, nein, ich bin wie Swisscom, einfach eine Telefonfirma, und was quasi da die Leute miteinander verabreden, die haben welche terroristische oder kriminelle Absichten, geht der Swisscom nichts an. Und uns geht es genau gleich wenig an. Aber dann darf man nichts zensieren. Und indem, dass eben die sozialen Medien sich immer in die Ficke-Mülle-Position befinden und sagen, Moment, da ist unsere Webseite, wir sind für den redaktionellen Inhalt verantwortlich, wir entscheiden, was da drauf ist. Aber dann im Umkehrschluss, wenn es unbequem wird, dann einfach wieder sagen, nein, wir sind unschuldig, wir sind nur eine Plattform gewesen. Und ich glaube, wenn man dort ansetzen würde, ist ja ganz klar, was würde entscheiden. In dem Moment, wo man sie zwingen würde, sich für etwas zu entscheiden, würde sich natürlich entscheiden, nicht mehr zu zensieren, weil die Alternative ist, sie wäre für alles verantwortlich und das würde einfach zu teuer werden. Und wenn sie nichts mehr dürfen zensieren, würde das aber wahrscheinlich bedeuten, dass auf den Staat eine riesen Flut von Strafanzeigen zukommt. Und darum habe ich meinen Verdacht, dass die Politik gar nicht will, dass die sozialen Medien entscheiden. Ist das Ziel? Man müsste es mal probieren. Also, ich meine, der Staat ist eh überlastet mit den Strafanzeigen, die sich aus den sozialen Medien ergeben. Das ist jetzt wirklich ganz extrem, hat das zugenommen. Ich habe es auch schon benutzt und habe es auch schon ziemlich konsequent benutzt, bin aber eigentlich insgesamt zurückgehalten worden, weil ich sage, die Justiz hat andere Aufgaben. Also du selber bist, glaube ich, auch, es gibt das Wort Hate Speech, also aus der Woke-Kultur raus. Hate Speech ist, wo man ganz klar sagen, das ist kein klar umrissener juristischer Begriff. Hate Speech ist einfach die andere Meinung. Wenn jemand etwas sagt, dem selber nicht passt, kann man es einfach als Hate Speech abqualifizieren, obwohl vielleicht einfach nur mit sehr deutlicher Sprache tatsächlich ein Missstand kritisiert wird. Du selber, sag mal, wirst wahrscheinlich oft angefindet und wird gesagt, dass du Hate Speech verbreiten willst, bist aber selber wahrscheinlich gleichzeitig auch sehr oft Opfer von dem, was man als Hate Speech kann bezeichnen, oder? Du, ja, natürlich. Es ist... Ich meine, klar, wer austeilt, muss auch einstecken können. Ich glaube, das ist auch ein Grundsatz. Und ich bin ja immer sehr deutlich und zweifelsfrei in den Aussagen. Und dann kann sie auch mal hier so etwas zurückhalten, das ist auch klar. Aber dort, wo dann das private Umfeld bedroht wird, wie es jetzt gerade aktuell wieder passiert, muss ich sagen, dort tue ich dann wirklich Behörden einschalten und bin auch sehr, sehr konsequent. Es gibt ja so eine Dame aus Zug. Ich habe gerade ihren Namen gesucht, der jetzt eine Plattform gegründet hat. Genau, selber. Aber eben, also das ist ein reines Geschäftsmodell. Jolanda Spiess-Häckli. Genau. Sie hat ja angeblich oder tatsächlich ein unangenehmes Erlebnis gehabt. Man weiß ja heute noch nicht genau, was da passiert ist. Man weiß einfach, dass es nicht für alle Seiten erfolgreich geändert hat. Und sie macht ja das fast als Geschäftsmodell, dass sie den Leuten verklagen. Und es ist eine Art so eine Hilfe, ich habe sie schon kennenlernen, eine Hilfe, wo vielleicht die Leute sogar froh sind. Aber zugleich hat sie einen unglaublichen Stil drauf, wenn sie eben gegen Leute wie mich kann hetzen. Also sie tut eigentlich den Leuten sagen, ich helfe dir gegen die, die dich gegen dich hetzen, und selber tut sie aber dann wirklich gut, recht hetzen. Sie weiss halt, was sie darf sagen und was nicht. Ich glaube, das ist manchmal oft der Unterschied, ist, dass gewisse Leute einfach mit allen Wasser gewaschen sind und wissen, was man irgendwie als Satire verkaufen oder was man kann noch als irgendwie als noch nicht justiziabel davor kommen kann. Und da gibt es einfach dann ein bisschen die
sage ich, Uninformierteren, die dann einfach aus dem Bauch raus so Schnellschüsse machen und dann halt sich in strafbare Gefilde begeben. Also mir ist das ja passiert jetzt mit dem Tagesanzeigerartikel, wo ich ja vor etwa 5 Wochen Seite 1 und Seite 3 bekommen habe. Das kommst du normalerweise als Bundesrat, wenn du zurücktrittst. Kannst du erzählen, was da gegangen ist? Ja, da hat unsäglich Christoph Lenz hat, versucht, eine Story daraus zu machen, dass auf einer Gruppe, die hat Schweizer Erwacht geheissen, die haben 2 Junioren als Hommage an meinen Ausspruch, den ich einmal habe, wenn ich etwas besonders schlimm finde und sage, Schweizer Erwacht, haben die Facebook-Gruppe gegründet. Ich bin offensichtlich auch Mitglied gewesen. Ich kann es nicht sagen, ob ich wirklich mal aktiv, aber wahrscheinlich schon. Und dann haben die mich zum Administrator genannt und also können noch so viele Leute behaupten, es geht hier ohne, dass man es wisse oder das Einverständnis gibt, man kann als Administrator ernannt werden. Man kommt eine Nachricht über, wenn du 5'000 Follower hast, dann hast du jeden Tag so viele Nachrichten, das schaust du gar nicht an. Genau. Und dann haben die das gemacht und dann ist offensichtlich aus dem Ruder rausgelaufen, weil der eine hat angefangen zu studieren und hat dann der Mutter gesagt, ob sie könnte das ein bisschen administrieren und die hat dann auch nicht mehr dran gedacht und dann ist das völlig aus dem Ruder gelaufen. Ist dann, wie wir heute können, auch von linker Seite aufgeladen worden. Und der Lenz hat dann das zur Story gemacht und gesagt, ich habe da das administriert, die Seite, wo man so Gewalt gegen Bundeswehr aufrufe und so, was ja allein schon eine Dummheit ist, weil ich selber betroffen bin von so Sachen und das nie will machen. Ich habe gar nicht gewusst, dass es dort läuft und ich bin sicher nicht einmal auf dieser Seite gewesen, ernsthaft. Und dann hat er das als riesen Story gebracht. Ich meine, es war wirklich der Aufmacher des Tages, oder? Und es ist natürlich dann völlig zusammengebrochen, oder? Man muss auch wissen, dass der Herr Lenz als Lebenspartner ja Grüne hat und wahrscheinlich also nicht allzu bürgerlich gesinnt ist. Und auch wenn man ihn anschaut, sieht man, was man rein vor sich hat. Er hat nie mit mir persönlich darüber geredet. Wenn du mich anschaust, wer ist denn für einen vor dir? Ein sympathischer Typ, hatte ich jetzt in der Aber ich habe einen Hoodie und da. Ja, also weißt du, das ist nicht Kleidermacher-Leute, sondern du kannst mal ins Gesicht schauen und dann lieb Gott hat allen Menschen das Gesicht geben, damit man relativ schnell erkennt, dort muss man bleiben lassen, mit denen etwas zu machen. Aber dort ist es mehr darum gegangen, ich habe dem erklärt, ich habe nichts damit zu tun, ich weiss nicht einmal, ich bin am gleichen Abend dann aus dieser Gruppe raus, ich musste suchen und bin raus und der hat einfach seine Story machen. Und das finde ich so übel an diesen Journalisten, dass sie einfach, und es ist mir dann völlig zusammengebrochen, es ist am nächsten Tag ist alles zusammengebrochen, aber es ist auch orchestriert gewesen, es ist auch geplant gewesen, man wollte mich als Präsident von der Staatspolitischen Kommission absetzen, also man hat dann so einen linken Fraktionschef vorgeschoben, der dann in der Bürositzung vom Nationalrat gefordert hat, ich muss jetzt den Blind nehmen, wo man schon mal probiert hat, in einem anderen Zusammenhang. Und das ist alles orchestriert, oder? Das ist dann von links zu links und bestellt und mach einmal. Und das ist, finde ich, himmeltraurig. Die einzige Art von Journalismus ist wirklich übelst. Das kommt mir etwas bekannt vor. Ich bin auch in einer Gruppe beitreten, am Anfang von unserem Corona-Widerstand, sage ich mittlerweile, also von den Gegnern der Massnahmen. Ich betrachte mich mittlerweile als Bürgerrechtler, um es positiv zu konnotieren. Ich bin einfach gegen die Massnahmen, ich bin für Bürgerrecht. Und dort bin ich auch in einer Gruppe mal beitreten und irgendein halbes Jahr später hat dort irgendjemand etwas ganz Schräges gepostet gehabt. Und ich hätte es gar nicht gemerkt, aber der Betreiber vom Newswiss Journal hat mir gesagt, hey, tritt unbedingt aus dieser Gruppe aus, wenn das ein Journalist sieht, dann können sie verheizen. Und das sieht man jetzt auch, was passiert. Oder jetzt gehen sie in die Telegram-Gruppen rein, finden dann innerhalb von dem Widerstand oder von den Bewegungen tatsächlich, ich meine, das ist so nicht, da ist 100'000 Leute, die das alles in Zeich findet, wenn nicht Millionen. Und dann finden sie irgendwo eine Gruppe mit 128 Teilnehmern und dann sagt irgendjemand etwas rechtsradikal, so eine andere Dummheit. Und dann heisst der Widerstand ist rechtsradikal. Aber das hat man immer probiert. Man hat jetzt, also in Liestl ist man ja da mit so einem Flat-Earth-Typ konfrontiert worden. Zwei sogar. Die sind nicht in dieser Gruppe dabei gewesen, haben das gleiche Ziel gehabt, aber sind eingeschleust worden, offensichtlich. Und ich vergesse nie mehr im 92, wo es um den EWR gegangen ist, hat man auch auf dem Schweizer Fernsehen notabene, hat man den Korrespondent von Brüssel, der Plattner, hat dann irgendeinen deutschen EU-Kommissar mit an unsere Demo gebracht, wo wir da die grosse Kundgebung gegen den EWR in Zürich hatten. Und dann habe ich gemerkt, wie der Deutsche in einem Reportermantel mit dem Samuel Plattner, der geheißen, richtig so in die Gruppe von Ureidgenossen, so in der Schweiz mit Bart und Sendenkutter und so, eingeführt worden ist. Und dann hat der irgendwelchen Schrott erzählt, dass wir uns endlich fügen sollen und so. Und dann sind die auf den los und haben gesagt, geht's einer, putzt die fort und so. Und dann hat das Fernsehen schön draufgehebt, oder? Und hat dann durch das als grosse Story, ich bin dann sofort zu den Organisatoren, gesagt, den müsst ihr entfernen, das geht nicht, das ist völlig unfair. Und so probiert man auch immer zu provozieren, uns Leute einzuschliessen. Und ich bin überzeugt,
Und ich würde gegen Beweis gerne antreten, oder den Beweis, dass in dieser Gruppe Schweizer Erwacher natürlich aufgeladen worden ist von der linken Seite. Mm. Man hat dann auch, der Journalist hat sich dann rausgeredet, er kann ja nicht 10'000 Dinge prüfen, aber man hätte müssen schauen, wer hat am meisten aufgeladen und schauen, wo schreiben die sonst noch? Sind die frisch bei Facebook? Haben wir das quasi Fake-Profil? Hat er alles nicht interessiert? Nur die Story hat müssen sein. Und eben, es ist ja dann zusammengebrochen natürlich. Es ist übrigens die dritte Fake-Story vom Tagesanzeiger in einem Monat. Das ist ein neuer Rekord. Ja. Ich weiss, ob du, ich glaube, du findest viel mehr Fake-Stories als drei in einem Monat. Also über dich meinst du? Oh, nein, insgesamt hat er ja. Ja, die haben viel mehr Fake-Stories als drei pro Monat. Also, okay. Also es ist immer eine Frage, oder? Das Wort Lügenpresse ist schwierig, oder? Weil Lügen sind so selten. Es ist ja da gelogen, ganz klar. Aber das, der Begriff Lückenpresse gefällt mir viel besser. Mhm. Also, sie einfach die Lupe auf etwas nehmen und die Sachen aus dem Zusammenhang reissen. Mhm. Und man kann ihnen nicht vorwerfen, dass sie inhaltlich etwas Falsches sagen, aber sie kommentieren es dann im Subtext so, also ob etwas, jetzt, was da passiert ist, wahnsinnig schlimm ist, jetzt wie deinem Fall, wo ja mutmaßlich, ich kenne den Fall nicht im Detail, aber wo mutmaßlich ja gar nicht Falsches gemacht hast und trotzdem könntest du halt eben sagen, ja, da und da ist passiert und dann die Vergangenheit für dich irgendwie ausgraben und sagen, dort hat er selbst schon gesagt, also du bist quasi gleicher Meinung, weil du dort dem Typ dort ein Interview gegeben hast, Kontaktschuld und dann baut es so eine Geschichte auf. Also ich glaube, das grosse Problem, das wir haben, ist nicht Lügen. Presse. Es ist die Lückenpresse, wo einfach eben die Lupe auf etwas richtet und den Zusammenhang ausblendet. Ja, das ist ein hervorragender Ausdruck, Lückenpresse tatsächlich. Es gibt ein Buch, nicht von mir leider, kann man auf Amazon bestellen oder auch andere Buchhandlung natürlich, wo das im Detail tut. Behandeln. Ich finde auch, es ist das Wort eigentlich. Also ich tue immer als Journalist, wenn ich mich mit einem Fetzen, tue ich das Buch schenken, der Aufmacher, der Mann, der bei Bild Hans Esser war, das ist vom Günter Wallraff, ich glaube aus dem Ende 60er Jahre, wo er sich als Journalist eingeschmuggelt hat bei Bild und eben die Arbeitsweise aufzeigt, wie man eben zu Storys kommt, wenn man gar keine hat, wie man zu Bildern kommt, wenn man keine hat. Und ich glaube, es wird bei gewissen Zeitungen immer noch so geschaffen. Das ist ein Thesenjournalismus, muss einfach irgendetwas dann rundum gebastelt werden, bis es stimmt. Und das dunkelt mich schlimm. Ich finde, auch Journalisten sollten investigativ tätig sein, sollten wirklich alle Seiten ausleuchten und dann einen Bericht machen und nicht schon mit der vorgefertigten Meinung irgendetwas herbringen. Aber das ist, glaube ich, etwas, was man sehr oft erlebt, denn Journalisten, also die wahrscheinlich mehr als mich, kontaktieren, da merkt man, wie am Fragenkatalog an, dass nur Lücken füllen wollen. Ja, und oft fällt einem auf, dass die ersten zwei, drei Fragen so ein bisschen schmeichelhaft sind. Und die Frage 4 und 5 sind nachher dann kritisch. Und man weiss genau, die ersten drei Fragen werden nie zum Thema gemacht. Das hat einfach Zitat braucht in der kritischen Thema. Rechtsextrem oder irgendwas. Ja, und da wird natürlich noch eine Story rundherum gepastelt. Die siehst du nicht. Du siehst nur deine Aussagen. Natürlich verlangen wir die als Ding, damit wir sehen, was geschrieben wird. Aber wenn du die ganze Story nachher liest, hast du natürlich dann vielleicht ganz einen anderen Eindruck. Es gibt aber auch faire Journalisten, muss ich auch sagen. Also ich sag mal ein Beispiel. Der Herr Humbel heisst, glaube ich, von der Rundschau. Sehr ein fairer Typ gewesen. Der Protz weniger. Mit ihm habe ich noch nie direkt zu tun gehabt. Ja. Aber es was die Rundschau gemacht hat in letzter Zeit. Ist. Ja gut, das hat man dann einfach schön angelegt und hergestellt. Das meine, sein Stil ist ja nicht besser geworden. Ich staune einfach jetzt gerade die neueste Geschichte. Er hat ja wie noch nie ein Arena-Moderator vorher einfach angefangen, politisch zu kommentieren auf den sozialen Medien. Und wo man ihn jetzt zurückpfiffen hat, eindeutig vom Fernsehen, bevor man ihn hätte zum Rennen ausnehmen müssen, hat er jetzt angefangen, auf Memmen machen und zu sagen, ich bin da in einem Hassding gekommen und so und Opfer. Das ist er natürlich nicht, sondern er ist schlicht zu weit gegangen für einen angeblich neutralen Moderator. Stahlfaust mit Glaskinn. Aha, genau, oder? Okay. Nein, aber es hat auch zum Beispiel, also ich will jetzt nicht gewisse besonders für eben, aber zum Beispiel ein Herr Waldmeier von 20 Minuten, überhaupt das Team von 20 Minuten, muss ich sagen, ist extrem fair. Das staune ich, ja. Also nicht im Zusammenhang mit der Corona. Nein, aber ich, du hast es mich gefragt. Also ich habe dort, oder auch Aargauer Zeitung, gibt es einen Fabian Hägler jetzt habe ich gerade den Namen vergessen, der Chefredakteur, ganz faire Leute. Oder? Und beim Blick hat es natürlich Leute rund, und ich muss sagen, mit denen habe ich früher schon geübt. Also wirklich einfach nur noch unfair. Ich habe im Blick zwei gute Erlebnisse mit Marco Lazzo und sonst mit niemandem. Mhm. Also es ist einfach, ich weiß nicht, ob das überhaupt vorbeigeht, wenn wir über Corona reden wollen. Ich will nicht ewig über Corona reden, weil du hast eine vielfältige Biografie für mich, um mich auf das dich zu limitieren. Aber bei Corona fällt dann das nicht auf, dass das, was passiert, eigentlich, also fällt das nicht auf, das ist eine Frage, fällt dir auf oder stimmst du mir zu, dass wir absolut historische
was das, was wir haben, absolut historisch ist im negativsten möglichen Sinn. Darf ich noch schnell, weil es gerade in den Kopf geschossen ist? Nein, nur wegen der Medien, also 20 Minuten habe ich erwähnt und Aargauer Zeitung so weit möglich. Und unvergessen Tele Zürich und Tele M1, die wirklich extrem fair sind. Also da muss ich sagen, also wo man wirklich, wenn man mal etwas... Zu dir? Ja, wenn man mal etwas, wie soll ich sagen, vielleicht nicht korrekt macht oder wo sie das Gefühl haben, dann wird man wirklich fair gefragt und es wird auch die Webseite beleuchtet. Also, dunkelt mich der Wert, zu sagen, dass sie zwei Regionalmedien... Wahrscheinlich erzählt er jetzt aber eine Tele-Zürich-Geschichte. Mhm. Ich war Räterscher, da hat ein Beizer aufgemacht, obwohl er nicht dürfen. Und ich war bei einem Livestream und dann ist ein Journalist reingekommen, Tele, glaube ich, ein Freischaffender, der für Tele-Zürich Daten liefern wahrscheinlich. Auf jeden Fall, er hat am Mainstream alle Interviews verweigert, hat gesagt, er rede nur mit dem Stricker. Ich habe weiter live gestreamt und dann ist Tele-Zürich gekommen und hat einfach etwa eineinhalb Minuten von mir insgesamt 3-minütigen Artikel einfach mein Interviewmaterial gestohlen und hat das dann verwertet. Mein Name ist nicht erwähnt worden, die Quelle ist nicht erwähnt worden. Einfach gestohlen. Kann man nicht anders sagen. Und wo sie mich konfrontiert haben, hat er gesagt, ah, sorry, ja, das ist ein handwerklicher Fehler. Wir hätten die Quelle müssen angeben. Aber wir haben da ein Zitatrecht. Wir dürfen das berichten so. Aber aus Klamz würden wir dir das Branchenüberkommen angeben für 200 Stutz. Und dann habe ich ihm zurückgeschrieben und so gesagt, das ist nicht akzeptabel. Entweder ich habe einen Vorschlag, entweder zahlt man 2000 Stutz, sondern noch lieber, er kommt zu mir an den Tisch an, wo du jetzt sitzt, und dann machen wir Gespräche miteinander. Ich verspreche ihm Gastfreundschaft, wie bei all meinen Gästen. Und die dritte Variante, du bringst mich ins Tele Zürich und du hast ein 5-minütiges Interview machen mit mir ungeschnitten. Ich bin doch immer in das Gesicht vom Widerstand. Nicht seins natürlich, aber eins. Und ich denke, es wäre auch interessant gewesen für die Zuschauer von Tele Zürich, das zu sehen. Haben sie alles ignoriert. Und jetzt werde ich strafrechtlich vorgehen, oder zivilrechtlich vorgehen, ich werde das Geld nicht sehen, glaube ich. Da glaube ich, das ist illusorisch. Aber von Fairness spüre ich da überhaupt nichts, oder? Also ich würde nur sagen, das ist wahrscheinlich auch, du hast vielleicht jetzt einfach zu einzelnen Leuten ein gutes Verhältnis. Wofür da nicht mit der SVP? Das ganze Team, nein, es ist wirklich das ganze Team, muss ich sagen. Also von A bis Z wohl, und bis zur Sekretärin. Also, also natürlich kritisch, und Gott sei Dank, aber immer insgesamt fair. Ja. Jetzt bist du zu Corona gekommen, da war die Frage, wie man es erlebt, oder? Also ich hatte gestern Historiker da und wir sind uns einig gewesen, oder sie hat das bestätigt, dass was wir da erleben, historisch absolut einmalig ist seit der Gründung der Schweizer Eidgenossenschaft. Und irgendwie kommt es mir vor, dass Politik, auch die SVP, auch der Roger Köppel, der ja noch ein Aushängeschild von der Kritiker ist, sage ich mal, nicht auf unserer Seite in dem Sinn, vom Widerstand, aber halt immerhin jemand, der das Maul aufmacht, schon recht früh, kommt mir vor, es ist einfach Business as usual. Ihr habt jetzt zwar das auch entdeckt, dass da vieles kritikwürdig ist, aber jetzt ein Roger Köppel stand vor ein paar Wochen, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber er findet zum Beispiel, wenn der Lockdown endet, dann ja, Testpflichten ist tiptop, Masken tragen ist kein Problem, impfen, ja, ist eine gute Sache. Ich sehe da sogar bei der kritischen Seite von der SVP immer noch eine totale Gemütlichkeit. Ja, nein, gut, also ich glaube, wir sind die einzige Partei, die ja kämpft und sagt, hört auf mit den Massnahmen, die nicht nötig sind. Den Lockdown haben wir vor einem Jahr schon bekämpft, dort vor der Ostern. Nein, die SVP ist die erste Partei, die den Lockdown gefordert hat. Nein, Moment, aber nachher sofort die Aufhebung gefordert hat. Also wir sind, ich weiss, was der Präsident von der SVP angeht. Wir haben mich rechts am Fenster rausgelegt mit der Geschäftsleitung, wo wir gefordert haben, dass Beizen vor der Ostern, vor einem Jahr wohlverstanden, wieder aufgehen sollen. Das war ein Risiko gewesen, aber man hat gesagt, das kann nicht wahr sein, dass man jetzt eben dort, wo es praktisch keine Ansteckung gibt, einfach gar nicht zumachen. Wir sind die Einzigen, es gibt ja eh nur noch zwei Parteien, wir und die anderen. Und im Moment sind wir die Einzigen, die wirklich lärmen und sagen, so geht das nicht, jetzt müssen wir wieder auftun. Ich meine, was die Sozialisten machen, dass man einfach dann quasi den Staatssozialismus jetzt einführt, dass man sagt, der Unternehmer hängt jetzt am Gängelband vom Staat und wird einfach gefuttert, das ist nicht die Lösung. Wir wollen, dass unsere Leute arbeiten können, nicht, dass sie entschädigt werden fürs Nichts machen. Ja, aber da ist man jetzt auch, das ist nicht eine Kritik an dir, du bist mega sympathisch, aber Kritik an der SVP, das ist mir jetzt auch eine billige Antwort, weil es sind vier bürgerliche Bundesräte, ihr habt eine Mehrheit. Ja, also Entschuldigung, also das habe ich ja mehr als einmal geäußert. Wir haben unsere zwei. Und dass die senkrecht sind, wissen wir. Jetzt gibt es noch Keller, Sutter und Gassis. Und ich habe immer gesagt, die FDP hat ja einen 100-Tages-Plan
wollen machen für Lockerung von der Regeln. Und da habe ich eben nicht 100 Tage, ich will nur eine Viertelstunde mit euren zwei Bundesräten reden. Also ich meine schon ganz klar, dass die zwei abdriften, also respektive sind sie schon immer gewesen, aber einfach jetzt nicht bürgerlich sind, Punkt. Und aber da jetzt, muss man kritisieren, eigentlich muss man nicht mal den Berset kritisieren, der macht, was er immer versprochen hat. Aber diese zwei, die unseren zwei nicht helfen, also wer mit einem Federstrich gelöst. Stimmt, aber wir haben den Bundespräsidenten, den SVPler. Das nützt nichts, der hat nichts am wenigsten zu sagen, ja, der Runde, wo er Präsident ist. Also meine Meinung ist, wir haben so eine dramatische, historisch, im negativen Sinn historische Situation. Wir haben nach meiner Meinung ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit, gemäss David Beasley vom Welternährungsprogramm, der Chef vom UNO-Welternährungsprogramm, sagt, dass durch Corona-Massnahmen 135 Millionen Leute weltweit zusätzlich am Hungertod nahe sind. Das heißt, also, wir haben Folter, man darf daran erinnern, im Zweiten Weltkrieg sind wie viel gestorben? 50, 60 Millionen. Jetzt haben wir im ersten Jahr Corona 135 Millionen Leute nahe am Hungertod. Und von den anderen Folgeschäden wollen wir gar nicht reden. Mhm. Also, wir haben historische Ereignisse unter Umständen das grösste Verbrechen in der Geschichte der Menschheit. Wenn man es jetzt einfach in Todeszahlen liest, redet jetzt nicht von den Grausamkeiten von Hitler und so weiter. Wenn man einfach die Todeszahlen anschaut und Hunger ist eine Folter, wenn man das anschaut, dann muss ich sagen, dann ist das Einzige, was Ueli Maurer hätte können machen, ist der Rücktritt geben. Und sonst ist er mitgefangen, mitgehangen. Ja gut, jetzt muss ich aufpassen. Also wenn das Virus die Gefahr in sich hat oder hätte, wo man am Anfang zugemessen hat. Also man hat ja gemerkt, am Anfang sind alle Parteien wie eine Wand hinter dem Bundesrat gestanden und haben gesagt, okay, wir haben eine ganz außergewöhnliche Lage, wir müssen das irgendwie jetzt eindämmen, wir müssen es in den Griff bekommen. Man hat gesehen, die Intensivabteilungen überquellen und so weiter. Sind alle dahinter gestanden. Und dann hat man irgendwann gemerkt, hey, es ist zwar tödlich, aber nicht für alle und nicht in dem Maß, wie man gemeint hat. Ich meine, eine Pandemie könnte ja ganz anderes Ausmaß haben. Es könnte ja, wenn das Käferli wirklich so tödlich wäre, wie man am Anfang gemeint hat, dann wäre es ja so, dass wir nicht da würden, im Raum miteinander zusammensitzen. Dann wäre ich in meinem Bunker und du in deinem Bunker. Also es hat nicht die Gefährlichkeit, die man am Anfang zugemessen hat. Es hat nicht die Tödlichkeit, die man zugemessen hat. Es hat auch nicht in dieser Volksgruppe, die man gemeint hat, dass das alle bereicht, sondern es ist nachgewiesen, die Leute sind ja fast älter geworden mit als ohne. Und doch ist jedes Schicksal natürlich hart und der, der es bereicht, findet es nicht besonders lustig. Ich habe immer persönlichen Umfeld Leute, die wirklich jetzt im Leben eingeschränkt sind nach Corona. Also ist es wahrscheinlich halt doch mehr als nur irgendeine harmlose Grippe. Es greift offensichtlich Organe an. Macht Kippau. Kann ich nicht beurteilen, ich bin nicht Mediziner. Ich finde einfach, jetzt ist Medizin tödlicher als Krankheit. Und darum sollte man mit dieser Medizin aufhören. Und darum müsste der Ueli Maurer zurücktreten. Weil er dort unser Land, und das sage ich als ein eher mittlerweile sympathisiert mit der SVP, aufgrund von dem, dass sie die einzigen Stimmen sind, die noch irgendetwas Kritisches sagt. Aber sie sind doch auch in der Regierung rein und so damit sind da auch mitschuldig an dem Ganzen, was passiert. Und wenn ich jetzt darf, noch mal, bevor ich jetzt emotional werde, das geht mir wirklich immer sehr nach, wenn wir jetzt einfach mal anschauen, dass man mit Corona im Schnitt 6, also sagen wir es mal so, selbst wenn das die Zombie-Apokalypse wäre, was ich nicht ist, ich habe es so formuliert, mein Lieblingssatz ist, auch wenn jetzt Stalin mit einem Virus zusammen mit Mao, der eine Atombombe hat, und mit dem Hitler, mit der Bild-Zeitung bewaffnet, an der Schweizer Grenze wird stehen, ist es nicht das Recht von der Politik, uns unsere Menschenrechte zu beschneiden. Weil die Menschenrechte, unsere Bürgerrechte, zum Teil für eine kurze Zeit irgendwie, bis man ein bisschen Klarheit hat zu beschneiden, mag man noch sagen, es ist ein handwerklicher Fehler, ist ein menschlich verzeihlicher Fehler, aber auch schon falsch. Aber nehmen wir jetzt mal an, es wird wirklich die Zombie-Apokalypse. Wenn wir unsere Bürgerrechte opfern, wenn wir unsere Menschenrechte opfern, was gibt es denn überhaupt noch an der Schweiz, was wert ist, verteidigt zu werden? Weil ich fühle mich mittlerweile als Untertan. Also ich wehre mich dagegen und darum fühle ich mich immer noch als Bürger. Aber wenn man sich mal eine Maske ums Gesicht umschnallen, und damit man rausgehen kann, wenn mir das freie Atmen verboten wird, das freie Bewegen verboten wird, das freie Wirtschaften verboten wird, dann werde ich mehr beschränkt als in jeder oder in fast jeder Diktatur in den Geschichtsbüchern auf dem Globus. Zumindest, ich habe es mit Lydia Muralt besprochen, als System konforme Mensch ist kaum je ein Volk in einer Diktatur, ich glaube nie, so unterdrückt worden, wie jetzt
die Leute unterdrückt werden. Ich weiss, es ist eine sehr deutliche Sprache, aber wenn man anschaut, wie man, du darfst nur zu fünften die Heim treffen, Versammlungsverbot, du darfst dann nicht mehr, und bis am 7. kannst du in die Beiz gehen, und jetzt darfst du bis zum 5. in die Beiz gehen, jetzt darfst du bis zum 10. in die Beiz gehen. Das Mikromanagement, positiv formuliert, ist in Wahrheit ein Menschheitsverbrechen, wo man uns allen begeht. Und ich finde, wenn es einen Grund gibt, zum Konkordanz zu brechen und offen anzustehen und zu sagen, den Shit mache ich nicht mit, dann war es dieses Jahr gewesen. Also nochmal, ich habe einfach am Anfang können die Massnahmen mittragen, auch wenn sie so damals massiver Lockdown sehr einschneidend waren, weil wir einfach nicht gewusst haben, was hat es genau für Einflüsse. Und ich bin jetzt bezüglich Menschenrecht vielleicht nicht ganz so hart in der Aussage wie du. Ich sage einfach, es kann natürlich auch ein Menschenrecht sein, nicht infiziert zu werden. In dem Sinn, dass wenn jetzt also die einen sich etwas halten und die anderen nicht und dass das tatsächlich so gefährlich wäre, dass man praktisch beieinander anschauen schon das Viechchen übergumpelt, dann wäre es, glaube ich, auch das Recht von denen Nicht-Infizierten geschützt zu werden, von denen, die sich... Oder? Kann ich ganz kurz unterbrechen? Ja. Ich würde nicht unterbrechen, ich würde immer ausreden lassen, aber nur Klammern aufmachen. Es hat genau so einen Verfassungsartikel drin, wo quasi der Bürger auch Recht hat auf Gesundheit. Oder? Und da hat mir ein Anwalt gesagt, Gerald Prey, da bin ich auch kurz ins Wanken gekommen und hat gesagt, Moment, nicht falsch verstehen. Die Verfassung regelt das Verhältnis vom Staat mit dem Bürger und nicht mit den Bürgern untereinander. Oder das ist ja wieder das ZGB oder so. Und das wird darum fehlinterpretiert, bösartig, dass man quasi sagt, Gesundheit über alles und darum gelten alle anderen Rechte nicht mehr. Und das ist etwas, wo man so nicht gelten lassen kann. Weil ich finde nochmal, wenn es wirklich eine ganz schlimme Geschichte wäre, hast du richtig gesagt, wirst du die Hause, wäre ich die Hause, dann würden wir selber für uns das rational Vernünftige tun. Dann hätte man selber Angst, wenn wir die Leute sehen, tot auf der Straße umgehen. Auch dann müssen wir die Menschenrechte aushebeln. Und man darf das auch nicht, nach meiner Meinung. Darf ich die Klammer haben, wieder aufmachen? Jetzt habe ich leider nicht mehr gebrochen. Also ich bin auf der Meinung, wenn es so gefährlich ist, wie wir am Anfang geglaubt haben, oder wer, dann hat die Nicht-Infizierten auch Anspruch darauf, dass nicht einfach jeder seine Dinge lebt und dann quasi alle möglichen um ihn herum infiziert. Also das Recht. Es kann nur infiziert werden, wer in meiner Nähe ist. Der kann ja die Heim. Das ist klar. Ja, gut, das haben wir nicht alle. Ich meine, wir haben das Problem vom ÖV. Man soll sich eine Maske anlegen, die wirklich nützt für beide. Oder jetzt haben wir eine Maske, die einem selber nicht angeblich nicht schützt, aber andere schon. Dann soll er eine bessere Maske anlegen, die ihn auch schützt. Ja, also ich habe die Maske ja verkauft. Also in einem ganz anderen Zusammenhang. Also mit einer Firma für so ein Produkt, das aber noch nicht von Lockdown und Corona war. Also ich behaupte nicht natürlich nur... Ja, aufpassen, was sagst du, ich unterbreche, weil YouTube gibt uns einen Strike. Okay. Genau, aber also, so wie Zimmer. Aber allzu wirksam dürften sie nicht sein. Genau, aber ich sage nochmal, wenn wir jetzt eine Zombie-Apokalypse hätten, dann wäre halt der Staat verantwortlich, dass er Masken zur Verfügung stellt, die einem selber schützen. Und da kann jeder selber entscheiden, egal ob er in einem Pflegeheim wohnt, oder egal, ob im Kinderrat können die Eltern entscheiden. Jeder volljährige Mensch soll einfach selber entscheiden, welcher Gefahr er sich will aussetzen. Ja, aber umgekehrt ist natürlich, wenn dann der Mensch andere gefördert, oder? Das ist ja das. Ist ja niemand anders gefördert, der sich will schützen, kann eine Maske anlegen, die noch geschützt ist. Jetzt sind wir beim Thema nützt sie nicht. Ja. In der ganzen Geschichte der Menschheit, auch in der Pest, hat man nie Gesunde isoliert. Und wer kein Symptom hat, ist bis vor kurzem noch gesund gewesen. Aber heute gilt ein Symptomlose, der einen positiven PCR-Test hat, wo man auch wissen, also ich weiss, ob du das weisst, also der PCR-Test ist ein hochfragwürdiges Unterfangen, um es kurz zu fassen. Dort man gesunde Leute wegsperren in Hausarrest, das ist ein Freiheitsberaubung. Also, ich wollte richtig verstanden werden. Wir sind uns einig, dass die Massnahmen viel zu weit gehen. Dass es speziell jetzt bei den Beizen zum Beispiel, wo man 2,8% nur Ansteckungen hat, die haben investiert in Plexiglas, in Tracing Systems und jetzt plötzlich macht man denen den Laden zu. Das ist für mich unverantwortbar. Das geht nicht. Ich finde eben schon das Tracing unverantwortbar, dass ich muss rechtfertigen, in welchem Restaurant, in welchem Puff, in welchem was ich war, sag jetzt mal, dass ich vom Staat muss sagen, wo ich bin. Weil das ganze Contact Tracing funktioniert ja auch nicht. Ich bin, ist ein grosser Erfolg, die Super Tracing App, oder? Ist ja nichts rausgekommen bei dem. Ich bin noch Präsident von der Handelskammer Schweiz-Taiwan und mit dem Schweizerischen, man darf glaube ich nicht Botschafter sagen, weil wir ja Taiwan nicht anerkennen, das Land, obwohl es ein super Land ist, hat China zu lieb.
aber mit dem Verantwortlichen von der Schweizerischen Delegation, David Wang, in engen Kontakt. Und er hat mir, ich habe ihn gefragt, hey, wie haben die das so sensationell hergebracht? Ich meine, Taiwan hat ja wirklich praktisch keine Fälle. Jetzt kann man sagen, es ist eine Insel, ist klar. Aber die haben, damals sind sie sehr hart mit den Leuten von, umgegangen. Sie haben wirklich, ab Flughafen bist du immer separater Tag gewesen, heimgebracht worden, hast das Handy müssen, also registrieren lassen und so weiter. Du bist aber entschädigt worden fürs Daheimbleiben und so haben sie es extrem können eindämmen können. Ja, das ist eben fraglich, ob sie sagen, dass sie eindämmen können. China hat es eindämmen, indem der CT-Wert beim PCR-Test einfach abgeschraubt hat auf 10. Ja, also nein, Taiwan, muss ich sagen, da glaube ich auch, und die sind ja unabhängig in der Demokratie, sind wie wir, sind einfach, die Leute sind ein bisschen mehr gewohnt. Ich glaube, mit freiheitsliebenden Leuten kannst du nicht das Gleiche machen, wie mit Leuten, die sich obrigkeitsgläubig verhalten. Aber du hast keine harte Evidenz, dass der Lockdown etwas genützt hat. Was man aber harte Evidenz hat, ist, dass in Europa, bei 20 Ländern, in den USA ebenfalls, dass die Lockdown, zum Beispiel der Peak, oder, wo die meisten Leute sich angesteckt haben, bevor es wieder abgeht. Man kann eigentlich anschauen, egal in welchem Land, es geht 14 bis 18 Wochen, bis auf die Kurven ansteigen und bis sie wieder quasi verschwunden ist, bis man das Grundrauschen hat. Das heisst, also in diesen 14 bis 18 Wochen hat man können schauen, wo ist der Peak gewesen. Und wann haben die Länder den Lockdown ausgerufen. Und es hat sich jemand dabei gemacht, das in ganz Europa zu vergleichen. Und es ist absolut zufällig. Gewisse, man müsste eigentlich erwarten, dass etwa 10 Tage nach dem Lockdown der Peak erreicht ist. Und nachher soll es fallen. Und bei gewissen Ländern ist das gewesen. Sagen wir 25 Länder, bei 5 Ländern. Und bei 5 Ländern ist es viel vorne gewesen, bei anderen, die und bei 5 Ländern viel, viel später. Also, es gibt überhaupt keine harte wissenschaftliche Evidenz, dass Lockdowns überhaupt maßgeblich etwas nützen. Und jetzt wissen wir auch, wie sie Spitäler werden. Es sind nie an Anschlag gekommen. Wir haben die tiefste Auslastung seit 10 Jahren. Die Spitalbetten, Notfallbetten sind, glaube ich, auf 78%, 75-80%. Vor 4 Jahren hat noch der Preisüberwacher von der Schweiz reklamiert, weil die Auslastung nur 80% ist. Und er hat gesagt, wir brauchen 85% Auslastung, sonst können wir nicht wirtschaftlich tätig sein. Also, wir haben da alles, diese Massnahmen, da müsste der Bundesrat jetzt jeden Tag, jede Woche belegen. Und das hat er bis heute nicht einmal gemacht, dass die Massnahmen zielführend, notwendig und verhältnismäßig sind. Und sonst, finde ich nach meiner Meinung, gehört er ins Gefängnis. Das ist mein Satz seit dem 14. April. Der Bundesrat gehört ins Gefängnis. Weil seit Anfang April kann man es einfach wissen, sage ich. Man kann anderer Meinung sein, aber heute weiss man es. Und es gehört alles abgeschafft. Es gehört auch abgeschafft, dass man irgendwelche Benachteiligungen gibt, wenn man sich nicht impfen lassen will. Wo man noch darüber streiten kann, ob das ein Impfstoff ist oder eine Gentherapie. Auf das wird man nicht einlassen. Strike von YouTube. Weil es ist auf jeden Fall eine neuartige Form von Impfung, wo mit der mRNA-Impfung, die nichts zu tun hat. Wie früher. Noch früher hat man sich im Bodenstoff, eben Corona quasi, hat man sich infiziert. Und dann hat man eine ganz kleine Dosierung und der Körper hat eine eigene Immunabwehr angefangen. Und die Impfung funktioniert anders. Das heisst also, wir müssen all die Massnahmen, nach meiner Meinung, alle ausnahmslos, in starke Empfehlungen umwandeln. Aber stattdessen sind wir jetzt auf dem Weg nach einem indirekten Impfzwang in Form von, willst du weiter in ein Konzert gehen, willst du einen schönen Sommer haben, dann musst du jetzt da ein bisschen Roulette spielen. Und ich finde, da sehe ich die SVP auch nicht jetzt wirklich da stehen und sagen, freiwillig. Also DeSantis in Florida hat es jetzt gesagt, gar keine Frage. Bei uns wird niemand diskriminiert, der keine Impfung macht. Bei der SVP warte ich auf so deutliche Stellungnahme. Ja gut, also wir sind ja auch wieder da, die impfkritischste Partei, glaube ich. Also, wir haben sehr viele Leute, die skeptisch sind, die sagen, hey, was lassen wir uns da rein? Und da muss man auch unterscheiden zwischen den Impfkritikern von bewährten Impfungen. Also gibt es ja auch Eltern, die sagen, meine Kinder werden nicht geimpft oder Masernrötel, was man auch immer alles kann machen. Ja. Genau, eben, also ich auch nicht. Meine Kinder sind zwar inzwischen gross, aber ich glaube, gegen alles geimpft gewesen. Jetzt reden wir aber von einer Impfung, die noch nicht so grosse Tests hinter sich hat, wo man doch sehr kritisch kann sein. Und ich glaube auch, ich bin überzeugt, dass wir nicht einfach da zwei Klassengesellschaft machen. Es wird aber darauf auslaufen, dass man nicht wird können fliegen. Und da kann man jetzt Australien zum Beispiel keinen Vorwurf machen, wenn die sagen, wir wollen jetzt nur noch Geimpfte. Ja, dann muss man vielleicht ein anderes Land auslaufen. Dann wirklich auch in ein anderes Land. Das ist okay. Also das ist, glaube ich, auch wieder die Freiheit für jeden einzelnen Staat, das so zu handeln.
bei Konzerten und ähnlichen Sachen. Im Moment würde ich jetzt offen gestanden kein Konzert durchführen. Ich finde, so Grossveranstaltungen sind jetzt wahrscheinlich schon nicht unbedingt das Nötigste, was es braucht. Oder? Dafür so. Aber alles andere freigeben. Ja, eben, weil man natürlich von Italien her gewusst hat, also, das ist mit diesen grossen Massen-Fußball-Ding, dort ist wirklich die Übertragung. Ich kenne den heutigen Stand nicht, aber im letzten Sommer hat man in England offiziell festgestellt, dass man im ganzen Aussenbereich eine einzige Infektion können nachweisen. Mhm. Und ob das ein liebendes Bärli in einem Wald war oder wirklich einfach zwei Leute irgendwo an einem Open Air, das wissen wir nicht. Oder? Mhm. Und ich finde darum auch dort, da fehlt die harte Evidenz, um das weiterhin zu verbieten. Man sieht zum Beispiel Florida. Mhm. Nur, in Amerika ist jetzt sehr interessant, was passiert. South Dakota hat nie Massnahmen ergriffen, hat eine leicht überdurchschnittliche Sterblichkeit dann gehabt, was aber andere Leute haben, weil South Dakota ist sehr ein armer Staat. Oder? Mhm. Und dann hat es auch schlechte Ernährung und so weiter, für die schlechter als andere Staaten und so weiter. Dann haben wir aber gehabt, Texas und vor allem Florida. Florida hat am 24. September absolut keine Massnahmen mehr. Keine Maskenpflicht, haben Veranstaltungen. Jetzt haben sie seit mehreren Wochen Spring Break. Und ganz Amerika geht an Spring Break, weil ja nur in Florida kannst du feiern, in anderen Staaten ist es verboten, in vielen. Jetzt geht also die ganze Jugend oder auch viele ältere Leute gehen an Spring Break seit Wochen und sie müssen einen Lockdown machen. Aber nicht wegen Corona, sondern darum, weil es so ausgeartet ist mit der Party. Und wenn man da irgendwie für Statistik können lesen und man jetzt sieht, dass Florida sogar unterdurchschnittliche Ansteckungszahlen hat, also Ansteckung ist auch relativ, unterdurchschnittliche Anzahl positive Tests pro Million Bevölkerung. Mhm. Trotzdem, Tohu Wabohu, wie jetzt passiert, da muss man einfach sagen, Schluss mit dem Mist. Mhm. Wenn in der Schweiz, noch das letzte Zurück, ich rede viel, ich will auch dich reden lassen, wenn man in der Schweiz im Schnitt 86 wird, mit Corona, obwohl die Lebenserwartung 84 ist, dann wäre meine ganz gemeine Fangfrage an dich, muss sie nicht beantworten, ist eine Fangfrage, wie alt muss man mit Corona werden, dass man das nicht mehr als Bedrohung empfindet? 90, 100, muss man 1000 Jahre alt werden? Oder lange jetzt nicht, dass man überdurchschnittlich alt wird, statistisch gesehen? Es ist natürlich nicht signifikant, 2 Jahre ist zu wenig, aber es ist keine Signifikanz da, dass Corona die Lebenserwartung überhaupt verkürzt. Und da muss man einfach sagen, Schluss. Dann haben wir Bürgerrecht, Menschenrecht, die Statistik, dann müssen wir gar nicht mehr über Studien reden. Dann ist einfach fertig. Eben für mich ist ja nicht, dass die Alterssterblichkeit massgebend. Für mich ist der einzige Grund, den auch die Bürger würden verstehen würden, ist die Überlastung der Intensivpflege. Ich glaube, dort, wenn die so wäre, das wäre glaube ein Grund, wo man muss entscheiden, nehmen wir jetzt noch einen zusammen auf der Straße und tun ihn einliefern oder lassen wir ihn liegen, weil wir eh keine Bitter haben. Ich glaube, das wäre das Verheerendste, was uns könnte passieren. Das ist für mich der Grund, den der Bürger versteht, dass man gesagt hat, hey, jetzt müssen wir einen Lockdown machen, dort vor einem Jahr, weil wir die Überlastung haben. Und seitdem hat man einfach die IPS-Stationen nicht ernsthaft ausbauen. Im Gegenteil, in der Zahl hat man sogar weniger. Plötzlich müssen zertifizierte Betten sein. Ich habe verstanden, dass die Ausbildung sehr kompliziert ist und lang und dass wir nicht einfach auf der Straße nehmen und sagen, du bist jetzt auch noch IPS-Schwester, sondern die haben wirklich eine extreme Ausbildung hinter sich. Übrigens relativ schlecht bezahlt und mit unmöglichen Schichtplänen. Also auch vor Corona hat man also dem Gesundheitswesen zu wenig Beachtung geschenkt. Ich durfte mit einer Krankenschwester sehr lange darüber reden, weil sie mich auf Facebook kritisiert und ich habe sie auch eingeladen und wir haben das super Gespräch gehabt. Und ich hätte nie gedacht, dass es so schlimm ist in den Intensivpflegestationen, also wie es her und zuher. Aber nicht wegen Corona, sondern einfach, weil man dem Personal viel zu wenig Beachtung schenkt und dafür die Götterin weiss, überdimensional genau. Zahlt. Das ist noch selbst interessant. Ich komme welliger über Corona reden, aber ich habe den Fall jetzt von der Intensivstation ist etwas besonders drastisches, weil man hat im letzten Frühling, vor einem Jahr also, wo der ganze Mist angefangen hat, hat man ja temporär, das sieht man auf der Schweizer Fernseh, Statistik-Webseite, das ist die einzige Seite neben dem Wetterbericht, die man brauchen kann. Und dort steht ganz klar, die haben im Frühling letztes Jahr wirklich 1400-1500 Plätze frei gehabt. Und dann jetzt aber plötzlich nicht mehr. Jetzt haben sie noch etwa 1000. Mhm. Aber auch dort, sie reden nicht von Notbetten, die sie aufstellen können. Und jetzt mittlerweile sagen sie ja nicht mehr, es sind zu wenig Betten da. Mit dieser Geschichte kommen sie auf nicht mehr durch. Jetzt sagen sie, es sind zu wenig Personal. Mhm. Das heisst jetzt also, wegen der verfehlten Personalpolitik in Spitälern wird jetzt die ganze Schweiz in Geiselhaft genommen, darf ihr Leben nicht leben, darf sich nicht entfalten. Mhm. Man kann auch sagen, es sind 8
Millionen Lebensjahre gestohlen worden, wo die Leute nicht können Karriere machen, nicht können sich verlieben, verloben, verheiraten, wo einfach alles eingestellt worden ist. Man kann auch sagen, das sind 100'000 Menschenleben in Jahren gerechnet, die einfach quasi verpfügt sind. Und jetzt redet man immer noch eben von flatten the curve und dann redet man vom R-Wert und so. Es ist so. Ich verzweifle, Entschuldigung, ich verliere langsam wieder meine Fassung. Aber das jetzt, du als Nationalrat bist auf der guten Seite. Ich finde auch, ich bin froh, bist du angekommen. Das zeichnet dich auch aus, finde ich, dass du mit jemandem wie mir überhaupt redest, mit so einem Corona-Leugner. Aber trotzdem bin ich ein bisschen verzweifelt, ab der SVP auch. Ja, Masken tragen ist nicht so schlimm. Nein, also das ist jetzt nicht. Wir sagen einfach, die Schutzmassnahmen, die wir angeblich oder tatsächlich etwas bringen, sollte man so weit wie möglich einhalten. Ich kann mir sagen lassen, dass gerade in Kinderkrippen zum Beispiel oder in so Spielgruppen und so keine Verkältungen mehr stattfinden. Es laufe ich kaum mehr eins mit der Schnuddernase rum. Also kann man doch sagen, dass die Hygienemassnahmen, die unsere Eltern eigentlich noch beigebracht haben, wenn man heimkommt und man Hände wäscht und so, die vielleicht ein bisschen verloren gegangen sind, dass die etwas bringen. Ich glaube, das ist generell so, dass man, wenn man die Hände regelmässig wäscht, sich weniger mit irgendwelchen Sachen infiziert. Also da gibt's es steht jedem frei, sich die Hände zu waschen. Genau, also gibt es ja gut, vielleicht muss man es dem Kind wieder beibringen. Ja, es steht jedem frei, sein Kind das beizubringen. Gehört ja zur Erziehung. Aber das muss man nicht mir, ja. Man kann es mir auch probieren, beibringen, ja. Aber man soll mich dort zwingen, rein, in den Laden laufen, dass mich mit dir komische Flüssigkeit einschmieren. Das mache ich sowieso nicht. Ich habe letzte Woche eine Pressekonferenz in Bern teilnehmen und da hat man uns gezwungen, in dem Medienzentrum vom Bund, wo man jetzt einmal den Bundesrat ein viel gesehen hat, haben wir die Maske anhaben, um unsere Speech zu halten. Und das war für mich ein Unding gewesen. Ich habe es gemacht, weil ich musste, weil es offensichtlich, es hätte ja nur noch eine Story gegeben, klar, einer redet ohne Maske. Darum habe ich es halt dann trotzdem gemacht, mit Maske. Ich habe aber einen Dispens übrigens, weil ich wirklich mit dem Schnaufen Probleme habe. Und das ist ein Unding für mich. Also ich habe auch im Bundeshaus konsequent die Maske nicht an, hinter dem Plexiglas, weil das einfach ein Witz ist. Entweder haben wir alles, Plexiglas, ja, oder Maske. Und das Plexiglas nützt wenigstens am Lieferanten. Das ist schon erfreulich. Und jetzt sagen sie auch, im Moment die Impfung, ich sage Impfung in Anführungszeichen, schützt sich nicht davor, du musst weiterhin Abstand halten, Masken tragen und so weiter. Ja, du kannst es ja ist, Träger sein. Genau, ja. Und das ist der nächste Vorwurf. Wo ist das Endgame? Wann wird mal formuliert, welche harten Kriterien, dass wir erfüllt sind, mit dem ganzen Mist endet? Weil so können wir es ewig machen. Wir kommen immer neue Itzibizitini, Vini, Honolulu, Strampikini, Kombi-Zombie-Mutanten über. Entweder aus Brasilien oder aus England oder Südafrika. Es hat immer neu gekommen. Ich glaube, schon 4'000 Mutationen hat es gegeben. Und man kann immer noch willkürlich sagen, das ist jetzt ein besonders gefährlicher. Ich kann ihm noch einen besonders blöden Namen geben, damit man das Gefühl hat, das ist besonders etwas Schlimmes. Aber wenn sich dann nachher nichts da härtet, wie jetzt wieder bei dem englischen Virus, beim südafrikanischen Virus, die Statistik in der Schweiz, obwohl es 80% oder 90% mittlerweile von dieser Variante so stammen, ist überhaupt nichts passiert, obwohl sie 50 bis 60 Mal soll ansteckender sein und 50% tödlicher. Mhm. Oder? Und nichts passiert. Dann muss man doch sagen, irgendwann muss man einfach sagen, jetzt ist Schluss, vor allem in Florida zum Beispiel, Schluss ist und nichts passiert. Mhm. Also ich meine, was eine Tatsache ist, wenn wir jetzt würden die Massnahmen aufheben, und ich sehr dafür wäre, würde vermutlich das wieder ansteigen. Aber das ist für mich keine Tragik. Wahrscheinlich nicht. Aufgrund von der Vermutung können wir doch nicht Politik machen. Nein, klar. Aber wir haben ja, also ich komme immer auf den Kern zurückkommen. Der Grund für den Lockdown war die Überlastung der Intensivpflegestationen. Das war die Rechtfertigung. Und wenn wir die nicht haben, und wenn wir sie auch nicht so schnell erreichen, wenn sie ein bisschen ansteigen, dann müssen wir jetzt aufhören mit diesen Massnahmen. Das ist für mich die Logik. Wenn wir das, was wir behauptet haben, darum machen wir es, nicht mehr stattfindet, dann müssen wir es wieder aufheben. Ich sage auch immer, wenn die Massnahmen irgendwo noch nachvollziehbar wären für die Bürger, würden sie sie vermutlich auch eher einhalten. Genau, aber wenn man natürlich Sachen macht, dass man Bordelle offen, Bibliotheken zu und ähnliche Scherze, oder eben Restaurant zu, daheim aber wieder zu zehnten gern, ungeschützt, aber im Restaurant geschützt mit Plexiglas und Abstand und allem, nicht, das versteht der Bürger einfach nicht. Und darum halten sie sich auch nicht daran, das gibt ja inzwischen. Also gelinde gesagt, hunderte von Gelegenheiten, wo man irgendwo geht, essen, wo man weiss, die Leute treffen sich, weil sie sich einfach nicht vorschreiben lassen. Genau, und da würde ich eben sagen, Lockdowns funktionieren ja gar nicht. Ich habe es vorhin erzählt mit den Fallzahlen, mit dem Peak. Da ist ja harte Evidenz. Da muss man nicht in Studien hineingehen. Wir haben Statistiken, dass der Lockdown selber nicht dazu beiträgt, dass irgendwie 10 Tage später
nachher nicht den Peak erreicht ist. Mhm. Sondern der Peak war in der Schweiz jetzt zweimal schon zu früh erreicht gewesen. Der war schon vor dem Lockdown, mhm, beide Mal. Mhm. Das heisst also, und man kann das auswerten. Der Bundesrat hat nie ein Benchmarking gemacht. Was läuft in Tansania? Was läuft in Weißrussland? Wo übrigens auch WHO-Experten rum sind, aber von denen redet niemand. Sie sind erstaunlich still, sonst haben sie immer gerne das Maul offen. Aber in Weißrussland, mhm, wo einfach nichts passiert, wo nicht alle, mhm, wo kein Zombie-Apokalypse ausbricht, nichts. Also man macht kein Benchmarking, mhm, man macht keine harte Statistik. Man hat einfach irgendwelche ausgewählte Star-Virologen. Der Valentin Landmann hat mir gerade vorgestern da gesagt, an dem Tisch, hat gesagt, weißt du, ist ein Star-Virolog. Jeder kann ein Star-Virolog sein. Er muss einfach hinstehen und sagen, macht, was ich sage, sonst werden wir alle sterben. Das ist ein Star-Virolog. Das hat mit Virologie gar nichts mehr zu tun. Das sind einfach irgendwelche Hochrechnungen, Modellrechnungen, wo man uns Panik macht und der Bundesrat, entweder gibt er den Auftrag, die Stimmen, oder er tut es einfach als Vorschieb und sagen, wir machen nur da, was die Wissenschaft verlangt. Mhm. Und die Wissenschaft, wissen wir alle, das gibt es nicht. Es ist ein Battle um die Wahrheit. Es müsste einer sein, ja, aber es wird leider unterdrückt. Oder? Das ist das, was mir eigentlich am meisten Sorgen macht. Es hat ja führende Virologen und Ärzte, die ganz eine andere Meinung vertreten und die werden einfach abgekauft. Und das gefällt mir nicht. Oder? Wissenschaft ist genau eben nicht die alleinselig machende Meinung. Und das kommt mir manchmal vor wie beim Galilei. Oder? Am Schluss hat er noch gesagt, und sie dreht sich doch. Aber man hat ihn umgebracht, oder? Also, wieso lässt man Einzelne nicht zu Wort kommen, weil einem denen ihre Meinung nicht passt, oder? Hat man den Galileo nicht umgebracht? Doch, der ist umgebracht worden. Ich habe gemeint, er hätte eben müssen zurückkrebsen und sagen, dass der also doch im Mittelpunkt steht. Und dann hat man eben auswendig, hey, ich will jetzt nicht, Giordano Bruno hat umgebracht. Im Seich erzählt beim Ding. Ich glaube, man hat einen. Einer von uns erzählt Fake News. Könnt ihr so selber schauen. Genau, was mich ein bisschen jetzt überrascht oder frustriert oder ein bisschen verzweifeln lässt, ist, jetzt hat er gerade die harten Fakten erzählt. Wenn das für stimmen, du kannst also nachprüfen, ob das stimmt, was ich dir sage, mhm, mit dem Zenit von der Ansteckzahl und so weiter, dann müsstest du eigentlich im Kopf, klar, du bist Politiker, du willst wiedergewählt werden, habe ich alles verstanden. Aber dann müsst ihr einen Denkprozess einsetzen, wo man sagen, hey, stimmt, Florida seit einem halben Jahr nichts. Also, Moment, also ich bin für die sofortige Aufhebung von diesen unsinnigen Lockdown, die wir jetzt erleben. Also das habe ich aber schon immer gesagt, also das ist schon lange. Also ich habe die erste Dinge vom Lockdown getragen. Schon, aber jetzt vom Contact Tracing, vom Maskenträgen. Ja, aber das Contact Tracing funktioniert sowieso nicht. Also, eben, ja. Es ist jetzt auch wieder mit diesen Impfdingen. Heute habe ich erlebt, dass man, wer hat mir jetzt das gezeigt, hat einen, ja genau, er hat eine Impfterminmeldung bekommen, zuerst auf Deutsch, nachher auf Französisch und nachher von einem anderen Konto. Er muss aber eine Meldung vom ersten noch haben, sonst hat er die Nummer nicht mehr. Und da habe ich es auch hinterfragt und gesagt, also, haben Sie noch irgendetwas im Griff, was machen Sie da wieder? Oder? Und ich glaube, das Wichtigste aus dem, was wir jetzt erleben, ist ja daraus lernen und das nächste Mal besser machen. Also nicht mehr darauf hingehen, eben vielleicht ein bisschen vorbereiteter sein. Bei die Woche vom Blick gefragt worden, ob wir jetzt mit der schweizerischen Maskenproduktion machen. Ich habe gesagt, nein, um Gottes Willen nicht. Weil das wäre falsch. Wir müssen einfach Masken als Pflichtlage führen. Das finde ich gut. Wenn es nützt. Ja, widersprichst du ein bisschen, oder? Nein, ich habe jetzt die Frage, wenn man sagt, es nützt etwas, okay, auch Sterilium oder was wir immer jetzt im Moment knapp haben, WC-Papier, wer weiß. Aber wir führen ja von gewissen Sachen Pflichtlager, und zwar zu Recht in dem Land, oder? Also Benzin, Brennstoff, wir haben bei Lebensmitteln, Weizen und so, gibt es Pflichtlager, die übrigens den Konsumenten zahlen, ist ja spannend, gibt einen kleinen Zuschlag auf den Preis, wird der Lieferant entschädigt für das Führen von diesen Lagern. Und ich glaube, da können wir einen Haufen dazulernen, auch Intensivpflegestationen, wir haben Militärspitäler abgebrochen, man findet sie gar nicht mehr. Die Betten, wo sind die? Das kann man wieder rauffahren, wenn man will, für Notfälle. Das finde ich gut. Es macht mir viel mehr Sorgen, wie das Bundesamt agiert. Oder? Dass man einfach von einem Näpfchen zum nächsten trampelt und dann noch eine Direktorin einsetzt, die glaube ich das grösste Anliegen war, dass man Hunde kann mitnehmen ins Büro und dass man Frauenquoten steigert. Oder? Das ist wirklich tragisch, was dort abläuft. Und wer das BAG, wo ja je nach Version auch Bundesamt für Gemütlichkeit heisst, wäre das in bürgerlicher Hand, also auch bei einem Maurer, der wäre ja weg. Dann wäre der Amtsdirektor weg und der Maurer wäre weg. Mhm. Also der würde abgeschrieben wie etwas. Der Bärsee hat da offensichtlich Heimatschutz oder Welpenschutz, oder was man immer das nennen will, dass man so viel Pannen kann machen und so viel wirklich Fehler machen und trotzdem immer alle im Amt sind. Ja. Jetzt bin ich noch zum Zusammenfassen vielleicht. Das heisst, du bist ein völliger Anhänger, dass man den Lockdown sofort beendet. Bei anderen Massnahmen findest du aber auch nicht so, bist du dagegen, aber findest du nicht so ganz schlimm. Und ja gut, also, es ist ja immer die Frage, fahren wir die Wirtschaft an die Wand? Mhm. Oder
es kommt mir bevor, sobald die Wirtschaft gerettet ist, ist der SVP das auch egal. Und jetzt sind da wie für uns von der Bürgerrechtsbewegung, sage ich jetzt, um es positiv zu konnotieren, sind da wie Begleitung auf Zeit, sehr wertvoll. Oder sind jetzt da und gehen über uns den Schritt aus dem Lockdown raus und nachher haben das Gefühl, stehen wir wieder allein da? Nein, ich glaube wir lernen etwas daraus. Und bei uns haben ja nicht alle, aber auch ein guter Teil damals im Epidemiegesetz zugestimmt. Und wir sind jetzt die Ersten, die gefordert haben, muss das überarbeiten. Es kann nie mehr sein, dass der Bundesrat so viel Kompetenz bekommt. Man hat damals das auch unter anderem vor. Zeichen gemeint, irgendwie kurzfristig irgendein Ding und dann wieder Ordnung. Und ich vergesse nie, wo man mir gesagt hat vor einem Jahr, dass der Bundesrat nach dem Zweiten Weltkrieg sich geweigert hat, die Sonderregelungen abzugeben wieder. Da hat man eine per Volksinitiative zwingen, das zu machen. 8 Jahre lang. Acht Jahre. Und dann ich dachte, das kann ja alles nicht wahr sein. Das wird er jetzt in dem Mal nicht machen. Aber ich glaube, gewisse geniessen das Regieren und das Durchregieren so sehr, dass wir nicht weiter weg sind davon. Und von da haben wir ja das Notrecht-Referendum am 13. Juni. Und die SVP hat ja mit der Begründung, hat das durch das Ablehnen offiziell mit der Begründung, dass man sonst, dass quasi alle die Hilfszahlungen illegal werden. Da damit, das hat mir am Anfang auch noch frappiert, hat gefunden, das ist noch ein gutes Argument, hat jetzt aber mit jemandem von den Freunden der Verfassung geredet und sagt, das ist doch ein völliger Mumpitz, weil es steht natürlich am Parlament völlig frei, und es wäre auch völlig einfach, eine Mehrheit überzukommen, dass sie unabhängig vom Notrecht einfach nochmal beschliessen, dass die Zahlungen alle rechtens sind. Und darum ist es eine extreme Enttäuschung, dass der SVP sagt... Nein, es ist jetzt in einem Paket drin. Es ist in Gott, man müsste das Paket aufsplitten, wie man es bei jeder vernünftigen Vorlage gemacht hätte. Dann wäre es besser gewesen, hätte man können sagen, Hilfe, Ding, ja. Weil es kann nicht sein, dass der Staat anfängt, Firmen ruinieren. Sie zwingt, nicht mehr offen zu haben, nicht mehr zu verkaufen und dann nicht entschädigungspflichtig wird. Also in dem Sinn sind wir für die Entschädigungen, aber wir sind natürlich gegen die Massnahmen. Aber eben, das wäre ganz einfach. Ich könnte für das Notrecht-Referendum sein und dann einfach sagen, wir setzen es aber dafür ein, dass die Zahlungen, die geleistet worden sind, zumindest der KMU und die Kleinstunternehmer, also die Swiss 1,5 Milliarden braucht, nur weil die deutsche Firma einen Schweizer Namen trägt, ist eine andere Frage. Aber wir können jetzt einfach sagen, dann lassen wir halt all die Zahlungen lassen wir gelten. Aber das Notrecht-Referendum also unterstützen wir. Wir haben dann natürlich bei einem Nein haben wir das Recht nicht mehr. Wir müssen da vorne anfangen. Und da brauchen wir doch wieder ein Zeitchen, bis es zum Recht wird. Ja, aber wenn jetzt das Notrecht-Referendum angenommen würde, dann könnte man ja einfach mal alle Zahlungen, die passiert sind, ja einfach mal nicht wieder zurückfordern, einfach mal lassen. Und dann könnte das Parlament in einem schnell, ich kenne nicht genug, aber in einem weiteren Beschluss, hätte wahrscheinlich 90%ige Zustimmung, einfach zu sagen, die Zahlungen, die geleistet worden sind, dürfen wir nicht zurückfordern. Und wir können zwar weiter Nothilfe leisten, aber weiter Hilfe leisten, aber einfach nicht über den Bundesrat, sondern über das Parlament. Oder wie immer, oder den Bundesrat im Auftrag vom Parlament. Ja, wir haben natürlich schon auch gewisse Wege, die müssen beschritten werden. Und gewisse... Okay, bin ich da naiv? In dem Fall. Nein, ja, es ist einfach unser Gesetzgebungsprozess. Also wenn wir jetzt etwas nicht zu etwas Nein sagen, bis wir es wieder aufgeleistet haben. Oder? Also wir können nicht nochmal so viel Geld sprechen an Fonds perdu, wie wir es gemacht haben, mit der entsprechenden auch, Missbrauchsquote, die wir gehabt haben. Oder? Du meinst, bin ich da zu hart mit der SVP, dass man quasi aus eurer Sicht das mal ablehnen, weil das wirklich einfach zur Folge hätte, dass man nachher würde, alle Beizer und alle Unternehmer, die Geld bekommen, innerhalb von 30 Tagen betreiben. Das kann ja nicht sein. Da könnte man schon zuwarten und schauen. Also wir haben das Ding wieder aufgehoben. Wir haben ja am Anfang Betriebsstopp gehabt. Ich meine, das gilt jetzt alles wieder. Also. Ich meine jetzt eben, wenn ja das Notrechtreferendum angenommen würde, dann würden ja die Zahlungen in dem Sinn keine rechtliche Grundlage mehr. Und dann wären auch die Zahlungen illegal gewesen und wir müssen dann eigentlich zurückfordern. Das ist ja das Argument von euch, dass ihr sagt, wir müssen das Notrechtreferendum, obwohl es im Herzen, im Sinn eigentlich nicht schlecht ist, bezüglich Eindämmung von der Macht vom Bundesrat, trotzdem ablehnen. Aber es steht ja nichts dagegen, dass man das... Du meinst, wir müssen es ablehnen. Und Befürworter von diesen Massnahmen sagen, man muss es annehmen und eben wegen Geld auch annehmen. Oder? Das ist ja der Punkt. Nur wenn man es ablehnt. Ah, sorry, jetzt habe ich etwas gehört, genau. Auf jeden Fall, dass man einfach das Notrecht am Bundesrat jetzt nachträglich entzieht und sagt, dass wir gemacht haben, ist nicht legal gewesen. Es läuft aber gleich bis zum 27. September ein weiter auswendig. Also, läuft auswendig? Die auswendig gesagt, laufen die Massnahmen, die wir beschlossen haben, wenn wir ein Nein würde geben, würden die gleich bis zum 27. September weiterlaufen. Ja. Also es nützt gar nicht so viel. Das Geld fließt nicht, aber die Massnahmen gehen weiter. Ja, aber es wäre ein schöner Schuh in Arsch im Bundesrat. Ja, ich will niemandem daran hindern, Nein zu sagen. Ja, okay. Das ist ja schön. Vielleicht können wir so ein Corona-Abrunden. Nein, eine Frage habe ich noch. Impfen.
indirekten Impfzwang, dass Leute, die geimpft sind, bevorzugt behandelt werden? Was sagst du dem? Das geht nicht. Das dürfen wir nicht. Und ich glaube, man muss ja einen Unterschied machen. Es gibt ja Leute wie jetzt, ich zum Beispiel, die es gehabt haben, das Corona, und somit ja keine Impfung notwendig ist. Je nachdem, wenn man zulässt, sogar gefährlich wäre. Ausser es kommt eine neue Mutante, dann bist du doch ganz gefährlich. Ja, gut, das, eben, den Mutanten sind wir jetzt, glaube auch ein bisschen an einer Panik aufgesessen. Ja. Also auf keinen Fall Diskriminierung, nein. Also die Unversehrtheit vom Körper, vom Bürger, das Recht auf eigene Entscheidungen, das darf man nicht wegnehmen, oder? Du hast immer noch eine Firma im Moment? Ich habe wieder eine neue, ja. Was machst du dort? Eine Weinhandlung. Eine Weinhandlung? Ja. Du bist also, ich bin auch ein bisschen so, gell? Ich habe schon alles gemacht, Pizzakurier, Videothek, Webdesignfirma, Zeremonienleiter, Immobilienfirma. Du bist wie ich, einfach eine Nummer grösser. He? Wieso grösser? Nein, ich kann. Ich habe einmal so in meinem Höhepunkt so 15 Mitarbeiter gehabt, die meisten von Teilzeit. Mhm. Und sonst bin ich immer so 1 bis 5 Leute gewesen. Mhm. Ja, ich bin schon ein bisschen grösser, aber nicht ganz gross. Und ich habe zweimal die richtige Nase für das Geschäft. Ob es ein drittes Mal funktioniert, weiß ich noch nicht. Schön an Social Media ist, man könnte nicht über die Impfung reden, aber man könnte über Weinhandel reden. Kannst du mal eine Webseite für die Weinhandlung? Oder? Nein, die läuft noch nicht. Also wir haben erst so eine Begrüßungsseite. Die Firma heisst Vinotrade. Und wir haben das Ziel, unter anderem, dass wir die 300 beliebtesten Weine in der Schweiz zu einem günstigeren Preis anbieten können. Kämpfen im Moment darum, überhaupt beliefert zu werden. Und sind aber das Ganze am Aufbauen. Ah, das ist mehr so Business to Business. Wiener Trade ist nicht gerade sehr romantisch. Da wird nicht jemand kaufen, der privat ist, oder? Doch, natürlich. Wir haben den Privaten als Zielkunde, natürlich. Müsste es nicht Vino Gusto heissen oder Vino, ein Name, der Emotionen vermittelt? Vino Trade klingt sehr SVP-kaltherzig. Ja, genau. Also Vino und der Trade, also der Weinhandel. Mir hat der Name gefallen, ich habe ihn erfunden. Wir haben ihn auch geschützt, die anderen möglichen Domain-Versionen, auch ein Logo und so. Ja, es ist natürlich ein steiniger Weg. Es hat in der Schweiz über 2000 Weinhandlungen. Es hat zwei, drei grosse, ganz grosse Player, die sehr, sehr gut und stark sind. Und da noch einen Weinhandel zu gründen, ist also ziemlich abenteuerlich. Aber weißt du, was meine Erfahrung ist? Ich weiss, in Wiel, da, von meiner Haustür, hat es, glaube ich, 60 Coiffeure. Und dann habe ich gedacht, jetzt eine Coiffeure aufmachen, ist etwas unglaublich aussichtslos. Und dann habe ich gedacht, als ich eine Immobilienfirma gestartet habe, habe ich gedacht, in der Schweiz gibt es 6'000 Immobilienfirmen. Dann habe ich gedacht, das ist ja wahnsinnig schwierig. Aber eigentlich ist es fast das Einfachste, was es gibt, wenn du in einem Bereich aufmachst, wo es ganz viele Mitbewerber gibt. Das heisst also, das Geschäftsmodell funktioniert grundsätzlich. Und du hast automatisch sehr viele Leute, die schon sehr lange das machen, die auch schon schlafen, wofür das über Generationen vererbt wird und nicht mehr so viel Elan rum ist. Sondern du genau in diesen Branchen, wo du viel Konkurrenz hast, dafür noch mehr kannst reissen, als wenn du jetzt eine neue Schraube findest und musst versuchen zu vertreiben. Habe ich auch schon gemacht. Was Schrauben verdient? Ja, natürlich. Mit dem Wirt, beim Wirt. Genau, also meine erste Firma, die ich im 91 gegründet habe und dann am Wirt-Konzern verkauft habe, dort haben wir tatsächlich mit Schrauben definiert. Und lufttechnische Bauteilung, also dort machen wir immer noch, wir sind immer noch Nummer 1 auf dem Bereich. Und die zweite Firma war dann etwas komplett anderes gewesen. Dort haben wir Rollstühle, Rollatoren, Inkontinenzartikel, medizinische Hilfsmittel, eben unter anderem auch Masken verkauft und die habe ich dann der Galenica-Gruppe verkauft. Du sagst es richtig, also wenn du das sage ich immer, wenn man viel Umfeld hat, viel Wettbewerb, dann ist, sage ich, die beste Branche, weil die Kunden sind sensibilisiert, schauen, wer macht es besser. Und es ist immer erklären. Genau, es ist immer die Chance für den, was gut macht. Man macht ja so viel unglaublich schlecht. Also man kann wirklich gerade im Kundendienst, im Aufmachen von einem Produkt, im Anpreisen, eben in der Preissituation, kann man wirklich extrem viel Gutes machen. Und ich würde mit dem, was ich gelernt habe und extrem viel Wissen aus Büchern, würde ich, glaube ich, jede Branche, das klingt jetzt unbescheiden, aber ich glaube, ich würde jede Branche hingehen, weil man mit dem Kunden denken und für den Kunden da ist das Allerwichtigste. Wenn man das mal hat und begriffen, dass der Kunde den Lohn zahlt, der Käufer von der einen Firma, der Reinhold Würth, sagt auch, wie sind die Angestellten unserer Kunden? Wenn man das begriffen hat, dann kann man eigentlich nicht mehr sehr viel falsch machen. Ich würde sagen, politisch sind wir so 50% einer Meinung, vielleicht sogar 60-70%. Unternehmerisch gefällt mir mega, was du sagst. Ich habe mein ganzes Leben, seit 20 Jahren, kümmere ich mich auch darum. Ich bin auch sehr mit Marketing beschäftigt, weil eben, wenn man nie darf vergessen, der Kunde im Mittelpunkt, das ist ein flacher Spruch, aber ist so wahr und er wird so vernachlässigt, dass man wirklich sich überlegt, was will der Kunde. Zum Beispiel bei der Immobilienfirma haben wir es eben so gemacht, dass wir jederzeit zurück, also wir haben nachher herausgefunden, es gibt sowieso keine juristische Handhabe zu einem Maklervertrag,
Vertrag können durchsetzen können. Wenn jemand den will künden, kann er ihn künden. Auch wir haben von Anfang an den Vertrag hingeschrieben, jederzeit kündbar. Wenn du noch am Tag 3 oder am Tag 300 keine Lust hast, mit uns zusammen zu arbeiten, dann kannst du das sofort auflösen, ohne einen Franken Kostenfolge, alles bleibt bei uns. Und das gibt es mit Einschränkungen, kann man das aber sowieso machen, bei uns ist es aber absolut. Und das ist auch aus der Kundenperspektive gedacht, oder? Mhm. Ich habe mir überlegt, was will ein Kunde, wenn er einen Makler auswählen muss. Da hat man die Unsicherheit, dass man einen Vertrag abschließt über 20.000, 30.000 Franken und dann merkt man nach zwei Monaten, die Typen machen ja gar nichts. Und man ist dann wie ein Jahr lang gebunden oder man meint, man sei gebunden. Und um diese Unsicherheit zu nehmen, habe ich mich einfach reingedacht, was will der Kunde wirklich, wenn ich der Traumkunde wäre, hätte ich das gratis, das kann man nicht machen. Aber alle anderen Punkte haben wir versucht, absolut zu erfüllen. Und wo ich mich aber unterscheiden ist, du hast vorhin gesagt, dass du im Bereich Preis, eben, dass man viel machen kann. Ich habe immer versucht, nicht über den Preis zu gehen. Weil wenn man über den Preis geht, dann tut man seine eigene Marge spalten. Und man weiss ja, wenn man Fixkosten von 30 Franken jetzt als Coiffeur und verlangt 33 Franken und du dann verdoppelt, du nach um 3 Franken der Höhe auf 36, hat man den Gewinn gerade verdoppelt. Also jeder Franken, der mehr verdient, ist ja dann ein wahnsinniger Hebel auf den Gewinn vom Unternehmen. Und darum habe ich eher einen umgekehrten Approach, dass ich sage, ich überlege mir lieber, wie kann ich Dienstleistung so machen, dass ich maximal viel verlangen kann. Was kann ich zusätzlich oben drauf packen, dass es den Preis wert ist. Gut, aber das Ultimative, was du erreichen kannst, ist ein Top-Service zu einem sensationellen Preis. Mhm. Und ich glaube, dort musst du einfach mit der Menge machen. Und das ist zum Beispiel das Prinzip von Walmart, oder Sam Walton, wo sagt, du nichts anderes machen, als deine Preise senken. Und probier immer noch besser, noch mehr. Und die Menge wird dir folgen. Und das habe ich so viel mal erlebt. Oder? Jetzt bei der zweiten Firma, die ich gegründet habe, eben mit den Rollstuhl, dort ist es natürlich so gewesen, dass in der Schweiz... Rollstuhl? Ja, Rollstuhlrotoren und so weiter. Und dort ist in der Schweiz der Preis derart unverschämt überrissen gewesen, dass wir mit den zwei meistverkauften Produkten haben mit einem Drittel vom Preis einsteigen. Also, du musst dir vorstellen, der meistverkaufte Rollstuhl hat in der Schweiz hier rund 2000 Franken gekostet. Und wir sind mit dem gleichen, nicht typähnlich nachgebaut oder baugleich, sondern mit dem gleichen Fabrikat aus der gleichen Fabrik mit 650 Franken eingestiegen. Ja. Rolato 360 Franken, wir sind mit 110 gekommen. Wow. Mit dem gleichen Produkt, oder? Und haben so den Markt natürlich komplett durcheinander gebracht, weil die fünf Grossen haben sich mehr und weniger in Ruhe lassen, um nicht zu sagen abgesprochen, ich sage es jetzt höflich, und wir haben ja wirklich, wir haben dann nicht auf der Homepage auch geschrieben, es sei Abzocker und so, und es hat nie jemand geklagt, weil einfach, wenn du das Dreifache von einem normalen Preis verlangst, ist einfach unanständig, oder? Und wie hast du das erfahren, dass du so viel bessere Preise kannst haben? Bist du da zufällig auch nicht gelaufen? Zufällig, ich bin in Shanghai in einem Warenhaus durch einen riesen Zufall an einen Rollstuhl hergelaufen und habe den Preis angeschaut und dachte, das kann ja alles nicht wahr sein. Ich habe ihn untersucht, hat den Kollegen noch gerufen. Am Schluss haben wir den Rollstuhl schon halb auseinandergeschraubt. Das ist die Geschäftsleitung auf dem Warenhaus, nicht wissen, was wir da machen. Dann müssen wir erklären, dass wir ihre Konkurrenten sind, sondern uns einfach interessieren. Und ich habe dann bin zurück in die Schweiz und habe mal gesagt, wieso kann man in der Schweiz den Rollstuhl nicht im Warenhaus kaufen? Wieso kann man macht man so einen Zirkus drum. Also immer wohlverstandener Rollstuhl für den Senior, für nicht jetzt einen hochspezialisierten Rollstuhl für einen Paraplegiker oder so, sondern einfach der normale, einfache Rollstuhl. Und so ist das entstanden. Ja, hat er gemerkt, dass in der Schweiz das völlig überzahlt wird, also massiv. Also im Gesundheitsbereich ist sowieso alles, was du anlangst, ist einfach überzahlt. Egal, was du nimmst. Und ich bin der Erste gewesen und bis heute der Einzige, der je in der Schweiz im Gesundheitswesen einen Preis zum Sinken gebracht hat. Ja, hast schon recht. Wenn man über den Preis gehen kann, ist es doch interessant. Da braucht man einfach muss man ein guter Manager sein. Ich bin einfach ein guter Unternehmer, ein Tüftler. Ich bin gut im Projekt etablieren. Aber im Verwalten und Optimieren, das langweilt mich immer sofort. Darum bin ich auch bei Stricker TV so am Anschlag mit den Nachrichten. Ich kann mich einfach nicht organisieren. Ich habe auch keine Lust, das langweilt mich zu organisieren. Mhm. Ich will einfach schaffen. Aber wenn man es schafft wie du, dass man quasi beide Qualitäten hat, das unternehmerische Flair, ein Auge dafür, was kann funktionieren, über so einen Rollstuhl laufen und auf die Idee kommen, das selber zu vertreiben. Und dann noch Qualität hat, eben relativ ein straffes Regime zu führen, sage ich mal, eben, wo man eben von den Mitarbeitern viel verlangt, dass sie wirklich produktiv arbeiten und so weiter, das ist natürlich der Idealfall. Also das Wichtigste sind natürlich Mitarbeiter, die wissen, für wer sie arbeiten. Also wir haben unglaubliches Glück gehabt mit Mitarbeitern in beiden Firmen. Also unglaublich. Wir haben wirklich top Leute gehabt, immer wieder. Wir haben aber auch immer die anderen wieder rausgerührt. Also
Es hat immer geheißen, im Glarner wirst du entweder entlassen oder pensioniert. Also wir haben wirklich auch da natürlich eine strenge Auswahl getroffen und haben vielleicht auch mal daneben gelangt und müssen wieder trennen. Aber wir haben wirklich in beiden Firmen Top-Leute. Ganz spannend war es, vor allem mit der ersten Firma. Je mehr ich gefehlt habe durch die Politik, umso besser ist es gelaufen. Weil die Leute, also bist du dann auch der Chefbremser gewesen? Nein, aber die Leute haben eben selber Verantwortung übernommen. Ich muss sagen, meine Ex-Frau inzwischen, aber ja, ein sehr gutes Verhältnis, sie hat in beiden Firmen mitgearbeitet und hat Finanzen gemacht und hat sich nicht gescheucht, einmal Jeans anzulegen und ins Lager zu helfen. Und dann haben die immer gewusst, für wer das arbeitet. Und das ist halt schon extrem gut gewesen. Also wir sind wirklich also gesegnet gewesen wie gute Leute. Mhm. Da gefällt mir, wenn jemand mit seiner Ex-Frau ein gutes Verhältnis hat. Das ist das zeichnet einem aus. Man kann nicht immer etwas dafür, wenn es halt nicht gut ist. Wenn halt alles zerbrochen ist, ist es zerbrochen. Aber mir gefallen die Leute, die ein gutes Verhältnis haben. Das ist die Mutter meiner Kinder, ja. Ja, genau. Das ist ja schön, wenn das so klappt. Und kannst du eine andere Geschichte erzählen jetzt im Unternehmerumfeld, wie du vielleicht auch vielleicht kannst du jemanden jungen jetzt, der nicht lesen kann, aber vielleicht doch Lust hat, um etwas auf die Reihe zu kriegen. Hast du eine Inspiration? Oder, ich glaube, die Idee ist und die Halbmiete. Oder? Am Schluss ist ja die Ausführung vom Ganzen extrem wichtig. Aber wie würdest du jetzt unserem Regisseur raten, 23, einen Hunger auf Selbstständigkeit, was muss er machen, was soll er machen? Es gibt so einen Ausspruch von einem ganz bekannten Philosoph, ist, glaub ich, und der hat gesagt, mit gewöhnlicher Begabung, aber ungewöhnlicher Hartnäckigkeit lässt sich fast alles erreichen. Ich glaube, das ist wirklich, in meinem Büro ist immer Schild gehangen, aufgeben, gewinnen nie und gewinnen geben nie auf. Also ich bin extrem hartnäckig gewesen. Also ich habe mir also von Lieferanten nichts vormachen lassen. Wir sind mit dem Kunden eben in der Hartnäckigkeit vom Kundendienst, vom immer den besten Preis können anbieten, den besten Service. Also wir haben, bei mir hast du nur etwas falsch machen, wenn du nicht für den Kunden geschaut hast. Sonst ist, also ist egal gewesen. Also wirklich fast kostet es, was will, für den Kunden einstehen. Ich glaube, harte Verhandlungen führen und einfach immer das Ziel glauben. Und das Big Picture, wie man neu sagt. Also ich habe immer viel grösser gesehen, als wir gewesen sind. Also ich habe immer vor Augen gehabt, hey, ich wollte mal dort hin. Mhm. Und das ist nicht Grössenwahn, sondern einfach, ich mag mich gut erinnern, ich habe vorhin von Chicago erzählt. Ich habe dort eine Firma getroffen, die in der Schweiz schon vertreten war und in Europa auch. Und ich habe dem Mann erklärt, dass man ihn könnte viel besser vertreten in Europa. Also das könnte man so viel besser machen. Aber ich war da, glaube ich, etwa 6 Mal gewesen. Also ich hätte es nicht können machen. Aber der Randy und ich sind dann sympathisch gewesen. Wir haben Handschlag gemacht und gesagt, wenn sich hier etwas ändert, dann meldest du dich. Ja, ist gut. Und dann ist es, glaube ich, weiß nicht, wann das war. Vielleicht etwa vor 6 Jahre oder so. Wie viele Jahre später? Also es wäre jetzt 95 ungefähr zu, was haben wir jetzt? 20 Jahre später? Ja, kannst du sagen, 20 Jahre später, etwa 15, ich könnte etwa hinkommen, bin ich auf Dubai an einer Messe und da ist Europa-Ding zusammengebrochen von dieser Firma. Und ich bin in Dubai an einer Messe und habe Randy geschrieben, eben, ob wir uns darüber unterhalten können. Er ist dann nicht selber gekommen, aber es hat 2 Leute dort gekommen und dort haben wir wieder per Handschlag die Vertretung bekommen. Also der Handschlag damals, 20 Jahre vorher, wenn etwas ändert, rede ich mit dir. Und 20 Jahre später haben wir die Vertretung bekommen. Ich glaube, das ist auch, dass man eben glaubwürdig ist, dass man zum Wort steht auf allen Seiten. Als ich meine erste Firma verkauft habe, haben sie Due Diligence gemacht und haben dann wissen, wo die Generalvertretungsverträge sind. Und ich musste sagen, wir haben nur einen, der Rest ist Handschlag. Mhm. Und die haben die Welt nicht verstanden und gesagt, das könnt ihr doch nicht machen. Und der, den man schriftlich kennt, ist ja genau der, der nachher in die Hosen ist. Und alle anderen verheben heute noch. Wir haben seit 97 den gleichen Schraubenlieferant und so weiter. Seit 91 jenste Lieferanten die gleichen per Handschlag. Und das ist, glaube ich, auch das Papier ist so viel wert wie die zwei, die gegenüber sitzen. Und wenn du Firmen verkaufst du einmal alles oder behältst eine Beteiligung? Oder? Nein, ich habe in beiden Fällen immer 100% übergeben. Und verkauft hast, weil du gesehen hast, es braucht mehr Kapital oder ist es angefangen hat, langweilen? Was ist der Grund? Ja, es ist wirklich durch Liebe gründen und aufbauen, wenn dafür. Also, und das ich, ist, sind wir, da haben wir wirklich etwas gemeinsam. Das war in beiden Fällen so gewesen, also wie im Würth ist es so gewesen, dass die in Köln oder weltgrössten Eisenwarenmesse an unseren Stand gekommen sind und umgelernt haben, wir sind viel zu billig. Würth ist da noch ein Bruttovertreter-Verkäufer gewesen. Und da habe ich gesagt, wenn ich euch so störe, dann kauft mich doch. Und dann haben die gesagt, ist das ein Thema? Und dann sind wir abgesessen und sind relativ schnell handelseinig, wo er dort wird hervorragende Leute, wirklich, die du aufs Wort zählen. Ja.
Und im zweiten Fall ist es dann auch, klar, Trennung mit der Frau und so, wo man gesagt hat, wenn wir das auflösen, wenn wir es, sie schafft heute noch dort. Und ich habe dann, hat sich auch eine gute Gelegenheit ergeben und habe es dann verkauft. Aber du hast, darf ich fragen, wie alt du bist? Bist du ein Mann, ich kann mal fragen, wie alt bist du? Ich bin 58. 58 und du machst immer wieder Neues, also eine neue Weinhandlung und so. Du bist auch ein Stück weit im positiven Sinne enttrieben, oder wie kann man das sagen? Weißt du, dein Antrieb, immer wieder etwas, ich meine auch finanziell, kannst du wahrscheinlich aufhören, oder? Ja, das kann man eigentlich nie, aber ja, ja. Also, ja, aber schon. Einfacher als auch schon, ja. Aber nein, die Lust am Unternehmertum, oder? Also, die kommt immer wieder. Und ich bin der Händler, oder? Also, ich bin der geborene Händler. Das klingt vielleicht unbescheiden, aber ich sehe überall. Ich bin ein Domain-Fetischist. Ich habe sicher 300 Domains geschützt, alles im Bereich ich von. Ich habe etwa 80, ja, glaube ich. Ja. Also, und auch internationale, also .com und so. Einfach wichtige, wo ich denke, da könntest du etwas draus machen. Da könnte man. Da kann ich eher zu viele Ideen als zu wenig. Ja, und also da heißt, du hast also immer wieder völlig, also zwar immer im Bereich Handel gewesen, aber es ist immer neue Geschäftsfelder erschlossen, ganz verschiedene Bereiche. Hat's auch nicht, also mir hat es immer ein bisschen wehtun, dass man quasi am aufgebaut hat, ein Stück wieder verliert. Dass man, ich habe das Gefühl, ich will weiterkommen im Leben, jetzt finanziell, wenn ich einfach etwas am Draht bleiben wäre. Aber es hat mich einfach so gelangweilt, dass es am Schluss doch keine Bereicherung gewesen wäre, obwohl ich mehr Geld hätte. Geht es dir das auch so? Oder wo sie sagen, nein, du hast immer nur wirtschaftlich entschlossen. Du hast nicht aufgehört, wie sie langweilen. Du hast aufgehört, wie du merkst, du kannst mit dem Kapital oder der Lösung bekommst, noch etwas Spannendes machen. Einfach etwas anderes. Und ich meine, es sind beide Firmen wirklich in hervorragenden Händen. Darum hat es mich nie gegraut, dass ich verkauft habe. Manchmal sieht man gewisse Geschäftsfelder, die nicht erschlossen werden, die man schon lange in der Planung hatte oder so, wo man denkt, oder? Aber beim ersten Fall ist das Konkurrenzenwort schon lange aufgehoben, also könnte ich eigentlich dort wieder einsteigen, würde ich aber nie machen. Ich finde, das hat so viele andere Möglichkeiten und beim zweiten Fall auch. Also ist es so, dass ich nie würde jemandem etwas verkaufen und nachher wieder in den gleichen Bereich rein, wenn es so viele andere Bereiche hat, die man noch machen kann. Okay. Und deine Kunden holst du eher über Netzwerke oder holst du eher über das Internet rein, über AdWords oder über Google? Zweiter Fall 100% Internet. Ja. Internet. Extrem viel Geld ausgeben für AdWords, aber es ist sehr, sehr erfolgreich. Ja, AdWords gut gemacht ist. Da kann man auch sagen, für Leute, die es selbstständig machen wollen, findet eure Nische. Und man kann damit 1'000 Franken einen Versuchballon starten, einfach mal zum Schauen, ob es überhaupt eine Nachfrage gibt. Oder? Das ist auch etwas Interessantes zum Wissen. Ja. Ja, und wenn jemand jetzt zulässt und sagt, ich wäre gerne erfolgreich und hätte gerne noch einen, der mir ein hilft, bin ich also vom Naturell her schon gerne bereit zu helfen. Und Tipps zu geben, wenn da jemand etwas braucht. Hast du denn Zeit für das? Man nennt sie sich einmal. Und da schreibt man eine E-Mail an andreas@glarner.ch, oder wie? Nein, also am besten, am sichersten ist glarner@omnitrade.ch oder andreas.glarner@parl.ch. Hey, ist das nicht geil, dass er jetzt da einfach live miterleben kann, dass er da einen Mentor könnt haben, wo ich für eine Stunde oder zwei, ich nehme nicht ein Jahr lang, aber dort coachen, für die, also als Sparringpartner für eine Idee. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass man aussortieren kann, was nun vermeintlich gut ist, oder? Das ist etwas vom Wichtigsten wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich schon, ja. Also, wir haben jetzt auch von diesen 26 Geschäftsmodellen sind wir auf einer Liste von 9 und jetzt sind wir noch auf 3 und das ist der Weinhandel nicht dabei, das ist das vierte, wo man kann machen. Und ich glaube schon, ja, da muss wirklich unterscheiden, was auch eine Chance hat. Und ich staune manchmal gewisse Firmen, wie sie Modelle weiterverfolgen, wo man muss sagen, das hat einfach schlicht keine Chance. Also, und da sagen die Dakota-Indianer, wenn du merkst, dass du ein totes Ross reitest, solltest du absteigen. Die Bundesverwaltung sagt übrigens einmal, wenn du merkst, dass du ein totes Ross reitest, musst du einen bequemen Sattel kaufen, das könnte ein langer Ritt werden. Und was sind bei dir die Ambitionen? Willst du nochmal antreten als Nationalrat? Müsstest du Angst haben, nicht mehr gewählt zu werden? Oder bist du sehr deutlich gewählt worden letztes Mal? Ich bin, glaube ich, Zweiter geworden. So. Also, es ist mir nicht so, also, ich mache das Amt extrem gern und wir haben in der Fraktion einen extrem guten Zusammenhalt. Wir haben eine hervorragende Leitung auf allen Stufen. Also, ich fühle mich extrem wohl. Ich fühle mich im Bundesbern nicht so wohl, weil auf der Betrieb und die Spiele und so nicht meine Welt sind. Ich habe immer gesagt, das schönste Amt war der Gemeindamme gewesen, mit dem grössten Gestaltungsspielraum, mit einem hervorragenden Team. Also ich überlege mir es gut, dann noch mal antreten. Und dann wird man natürlich auch nicht abgewählt werden, dann will man gewinnen, dann führt man auch einen Wahlkampf. Aber es hat so viel anderes, so schön zum Leben. Hast du mal eine Wahl verloren? Ja, ich bin mal nicht Präsident geworden von der SVP Aargau.
Und jetzt bin ich doch noch geworden. Tut das einem nicht ein bisschen, also ich habe ja selten mal als Gemeindepräsident antreten bei unserer Gemeinde. Wir hatten da eine sehr schwierige Situation gehabt, in der Schweiz wie in den Medien. Und die Wahlkommission hat auch noch ein bisschen, aufpassen, die diplomatisch sind, ein bisschen versagt. Und dann hat man wirklich einen Kandidaten gehabt. Wir haben nur den gehabt, der die Hälfte der Leute nicht mehr wollen. Und dann bin ich angetreten, ist nachher nochmal jemand gekommen, der macht es jetzt auch super, viel besser, als ich es gemacht hätte. Der ist jetzt, das ist von der SVP übrigens, ich bin parteilos gewesen. Also das heißt, es ist eh besser, jemand von der Partei wählen. Und dort ist es so gewesen, dass ich, wo ich verloren habe, hat mir schon ein bisschen wehtun. Gut, ich habe nur etwa 30% von den Stimmen bekommen, 28% bei drei Kandidaten. Und der, der nachher gewählt worden ist, ist halt sehr, sehr beliebt gewesen, Schützenpräsident, und seine Frau arbeitet im Pflegeheim. Und sie sind einfach so vernetzt gewesen wie niemand. Hat jeder meinen Namen gekannt. Ich bin nie an eine Versammlung gegangen. Für man gesehen, ist ein achtenswertes Resultat gewesen. Mhm. Aber doch, tut dann schon ein bisschen kränken, nicht? Ja, also, wenn ja, du schon abgewählt werden. Mit dritte, ja gut, abgewählt, das finde ich ganz brutal. Also das finde ich, nicht, dass man das nicht darf, das muss man sich in der Wahl nicht stellen. Mhm. Aber ich mag es wirklich niemandem gönnen. Wir haben ja immer im Parlament die Situation, dass es dann Abgewählte gibt, die dann noch eine Kommissionssitzung gehen und so. Und das ist dann, das ist dann heavy. Also, und vor allem, wenn jemand nichts anderes zu tun hat. Oder vielleicht, wie es jetzt sehr viele hat, die von dem Amt leben, die haben dann ein ernsthaftes Problem. Oder? Ja, da kann auch jemand von der SP sein oder der Leid. Je nach Ding schon, ja, es hat dort auch wertvolle Leute dabei, selbstverständlich. Kannst du ein paar Namen sagen, von der SP zum Beispiel, wo du findest, das sind solide Partner, wo man sich aufs Wort verlassen? Also das ist noch gefährlich, weil dann vergisst man die, die man auch jetzt sagen soll. Nein, aber mal zwei, drei Namen in den Kopf kommen. Also Sedi Gwermuth zum Beispiel ist einer, wo man natürlich eine himmeltraurig gefährliche Politik macht, aber als Mensch kann ich mit ihm jederzeit eins nehmen. Und ja, das Wort gilt bei ihm. Er hat mir auch abgesagt, ganz ehrlich, ich habe keine Lust. Ja, okay. Gleich wie der wie der Roger Schawinski, der gesagt hat, kein Bedürfnis. Das ist immerhin ehrlich kommuniziert, ja. Geradeaus. Ich hoffe, dass jeder Gwermuth kommt dir nicht Lust über. Nicht, das heisst, ich bin da der Podcaster von der SVP. Aber der Cedric Gwermuth, sehr schön. Also auf sein Wort ist Verlass, sagst du. Ja. Gibt es noch jemand anderes für die Frau? Ja, ich habe gerade überlegt, wie die heisst. Jetzt kommt mir der Name echt nicht in den Sinn. Aber es hat eine, die ganz gescheite Vorstöße macht und ich auch denke, die Stossrichtung ist richtig, sie übertreibt es dann einfach ein bisschen. Aber gerade in der Kommission lernt man die Menschen auch ein bisschen anders kennen. Man hat vielleicht den Herrn Barile zum Beispiel, der jetzt übrigens gesundheitliches Problem hat, ist auch ganz wertvoll, auch menschlich und so. Und was ich sehr gut konnte, ist mit Chantal Galladay zum Beispiel. Mhm. Also wir haben ein super Verhältnis gehabt miteinander. Also nicht, dass es falsch verstanden wird. Also wir haben es einfach sehr gut gehabt miteinander. Jetzt ja, wissen die Politiker wissen mit guten Vorstössen. Wie kannst du den Namen dann anreichen? Ist schon noch gemein, wenn da jemand nicht gelobt wird, nur weil der Name nicht in den Sinn kommt. Ich habe es ja vorher gesagt, es ist gefährlich, Namen zu nennen, wenn man... Ja. Ich sage immer, bei den SP sowieso, die machen ja eine grundsätzlich falsche Politik. Die Grünen auch, aber sie sagen wenigstens, was sie wollen. Oder? Bei den Grünen weiss man, wissen viele Bürger nicht, dass sie eigentlich Rote wählen. Das ist ja, und bei der GLP sind es einfach grün lackierte Rote. Also, es ist himmeltraurig. Oder? Mir ist also jeder Sozialist recht, wo sagt, was er macht und macht, was er sagt. Im Gegensatz zu FDP ist im Moment ja so bei den Abstimmungsdingen auf der Wand, wo man so Rot und Grün hat, ja, nein, ist wie vier gewinnt. Also, du hast immer so unterschiedliche Töckchen und also völlig nicht mehr ein homogener Club, sondern völlig durcheinander und führungslos, also Kompass verloren. Oder? Ich kann mich erinnern, als die Grünliberalen da gross waren, also gross, ein bisschen gross geworden sind, habe ich gedacht, das ist nicht meine Partei, ein bisschen grün, aber statt Sozi halt ein bisschen liberal. Und von der Idee her wäre das meine Partei, hätte ich gedacht. Aber jetzt sind es einfach Grüne 2.0. Irgendwie. Genau, also es wäre die beste Marke, glaube, die es gibt. Und der Bäumle, den sie mitgegründet hat, ist ein unglaublich toller Typ. Also, und ich glaube, er leidet darunter, wenn er jetzt sieht, was seine Leute für eine Politik fahren. Er lebt leider bei Corona, ist er völlig im Ist Film. Ganz komisch unterwegs, ja. Habe ich aber ein paar Leute so kennengelernt, die sich plötzlich abwenden, weil sie einfach Corona-Wahnsinn verfallen sind. Nein, aber jetzt bei der GLP, das sind ja eigentlich... Die Grünen haben einfach Latzhosen an, die GLP haben einfach Krawatten an, aber die Politik ist die gleiche, also leider inzwischen. Oder? Also in den meisten Kantonen, vor allem Aargau, ist wirklich stimmt. Das ist für mich Etikettenschwindel. Ja, und kennst du den Christoph Blocher? Ja.
Der hat mir persönlich abgesagt. Ich habe gefragt, ob er im Podcast kommt. Und er hat gesagt, nein, leider noch keine Zeit, da kümmert sich nur um seine eigene Webseite. Ich habe dann überlegt, ich müsste mal fragen, ob ich einen Blocher TV moderieren, statt dass der andere das macht. Dann wäre es auf seinen Kanal. Hat mir aber viel Erfolg gewünscht beim Wachsen vom Kanal. Das ist noch, der hat mir persönlich geantwortet. Und da weiss noch eine zweite Geschichte von ihm. Ich habe früher ja die Hochzeitszeremonie gemacht. Und das Bärli ist überrascht worden von der Schwester vom Bräutigam. Die hat ganz berühmte Unterschrift eingeholt, wo dann gratulieren zur Hochzeit. Und hat dann ganz viel angebracht. Und der Christoph Blocher hat eine handgeschriebene Karte, wirklich klein geschrieben. Man sieht, das ist eine Schrift von einem alten Mann. Hat da ein Bild von Albert Anker, wie heisst der Anker, das Ankerbild genommen. Und dann mit kleiner Schrift, glaube ich, ein Jeremias Gotthelf-Zitat so angeschrieben und ganz persönlich dem Bärli zur Hochzeit gratuliert. Also, er ist ein unglaublich toller Mensch. Und er hat, hat einfach extrem viel für die Schweiz gemacht. Und ich glaube, das wird dann erst später mal so richtig bewusst, was er. Genau, das ist, alles gemacht hat. Wenn der gar nicht tot will sagen, ist, bei Christoph Bloch hat man das Gefühl gehabt, genau wie das gleiche Problem, oder? So, das, was ich meine, bei der SVP, es kommt so herzlos über eine Menge. Und dann kommt man vom Blocher, Milliardär, der alles erreicht hat, die prägendste politische Figur, wahrscheinlich für die Schweizer Eidgenossenschaft, wenn man so will, oder? Also, vielleicht gibt es einen Kriegsbundesrat, keine Ahnung, ich wüsste es nicht. Ja, der General Guisson vielleicht noch, wo Widerstand geleistet hat. Ja, aber das ist ein General, genau, aber das ist ja kein Politiker, das ist ein. Nein, aber ein hervorragender Mann, der uns auch von vielen bewahrt hat. Genau, aber jetzt in der Politik, meine ich, ist sicher eine der prägendsten Figuren seit der Gründung. Und dann hat man aber das Gefühl, ja, ist so ein Hemdsärmeliger, wo es egal ist, eben, wo das Schicksal von den Armen gleich ist, das hat man so verkauft. Und dann sieht man die herrliche Geschichte, dass er so Karten schreibt und mir persönlich, auch wenn es eine Absage ist, was ich nicht verstehen kann, doch absagt. Da kann man sagen, hast du die gleiche Erfahrung gemacht, dass er eigentlich. Absolut. Und er ist auch immer da, wenn jemand Hilfe braucht. Und er hat, es gibt die Geschichte auch, dass er an diesen Weihnachts-, wie sie sich ist, Weihnachten oder das neue Jahr, wo die Leute müssen Schicht arbeiten, weil die Maschinen müssen ja laufen und sind ja auch, von der Wärmeentwicklung und so, kann man ihn einfach runterfahren, ist er immer mit der Familie ins Werk, den Leuten gutes neues Jahr anwünschen oder Weihnachten, weiß nicht mehr, eins von beidem. Also er hat eine unglaublich menschliche Art. Und eben, also ich kann auch von ihm, wenn man etwas fragt oder macht, da kommt es immer herzlich zurück, es kommt nie schroff. Aber immer auch sehr bestimmt, wenn jemand ein Zeich macht, also ich bin auch schon zurückgepfiffen worden, aber es kommt immer so über. Aber ist das nachtragend auch? Oder? Nein, gar nicht. Da macht es eben auch aus, gell? Dass er hart reden kann, aber nicht nachtragend ist. Ja. Sonst wäre es wahrscheinlich dann innerhalb von der Politik dann auch schnell nicht mehr gut. Hast du noch Kontakt mit ihm? Ja, also, wie es sich halt ergibt, er ist immer noch Mitglied von der Fraktion, vielleicht ab und zu zusammen und da gibt es immer ein nettes Wort und immer ein, also. Okay. Ja. Aber kennst du nicht genug gut, um nochmal zu sagen, soll mein Handy kommen? Nein, aber ich könnte ihm es wärmstens empfehlen, wenn er es jetzt würde schauen oder wenn er allenfalls gesehen hätte, ja. Also wärmstens empfehlen, bis jetzt fühlst du dich wohl bei mir. Sehr, ja, danke. Ja. Ich weiss gar nicht, wie lange wir schon dran sind. Ja, aha, zwei Stunden. Nicht gut. So lange. Also wenn es nach mir geht, erst Halbzeit. Nein, ich wollte den Köppel nicht schlagen. Und ich muss ihn noch zurückfahren, ich bin ja noch werktätig. Du bist noch recht. Genau, musst du morgen ist aber kein Freitag, oder? Ja, aber ich muss ein paar Sachen erledigen. Ja, willst du das Gespräch schon abrunden? Nein, wir können noch eine Viertelstunde weitermachen. Eine Viertelstunde? Okay. Genau. Du musst produktiv nutzen. Dann sagen wir doch, ich bin immer so ein Promifischer. Sagen wir doch nochmal so ein öffentliche Personen, die du findest, wo völlig anders sind privat, als man es öffentlich wahrnimmt. Ja, ich kenne nicht so viele Leute, ich habe immer in meiner Gemeinde gesagt, wenn man einmal so diskutiert hat, die reichen Sekten, die zuziehen, die ihre anziehen und suchen. Wir haben natürlich bewusst gute Steuerzahler gesucht, um für alle die Steuern zu senken. Und dort habe ich immer können sagen, hört, von diesen 15 Besten, ist nicht einer, der irgendetwas Besonderes will. Und eben, wo die auf alle extrem sympathisch, alle sehr zurückhaltend, fast unterwürfig gegenüber der Gemeinde und so. Ich glaube eben, also, dass Leute, die es zu etwas gebracht haben, nicht müssen Allüren haben und sich da irgendwo separat führen tun und auch andere Menschen richtig behandeln. Ich glaube, eben noch als Tipp für einen jungen Unternehmer, man muss Menschen mögen, oder? Also ich glaube, das ist auch so etwas. Also man muss grundsätzlich positiv an die Menschen hergehen und immer Vorschuss mal geben. Man wird halt vielleicht ab und zu enttäuscht. Du hast ja eine untypische Karriere, du bist nicht Jurist oder so. Nein, ich habe einen anständigen Beruf gelernt. das ist vorbereitet, den Satz hast du das erste Mal gesagt. Nein, ich mache mich immer wahnsinnig unbeliebt bei meinen Juristen. Nein, ich bin ursprünglich gelernter Lüftungsspengler, also ich habe einen handwerklichen Beruf gelernt.
habe dann Montageleitungen gemacht und habe dann eine unglaubliche Chance bekommen in einer Firma. Und habe gewusst, jetzt bin ich da vom Handwerker ins Büro gekommen und das Fundament fehlt. Und habe dann Betriebstechnik und Betriebswirtschaft gemacht in der Abendschule. Also du bist schon dein ganze Leben schon einer gewesen, wo geküppelt hat. Also du hast... Ja, früher nicht mehr wie heute, aber ja. Also ich habe im Nachhinein wundern, ob man sich immer die Stunden hergebracht hat, die es gebraucht hat, um das zu machen. Weißt du, der Antrieb für das? Ist das einfach finanzielle Absicherung oder... Nein. Nach Erlebnis, oder? Nein, also mein Grossvater und auch mein Vater haben mich sehr geprägt. Der Grossvater, der immer gesagt hat, was im Kopf hast, kann dir niemand klauen. Mhm. Das ist für mich, was im Kopf ist, kann dir niemand klauen. Ja. Ja. Mhm. Also weißt du, wenn du etwas lernst und dir Wissen aneignest und nehmen wir als kommt der Krieg und du willst alles verlieren, hättest du immer noch das, was du im Kopf hast. Mhm. Das ist interessant, weil da das gesagt hat, hat es Bitcoin wahrscheinlich noch nicht gegeben. Ja. Bitcoin ist auch etwas, ich weiß nicht, ob du das kennst, da kannst du einfach 12 Wörter merken und kannst da so, wenn es spezifisch ist, in einer bestimmten Reihenfolge, und dann kannst du quasi dein Geld in einem beliebigen Computer wiederherstellen lassen und verkaufen. Das heisst, wenn jetzt wieder Krieg ausbrechen und du müsstest flüchten, natürlich die Zöllner bestechen, machst du lieber mit einer Silbermünze, aber wenn du jetzt in einem anderen Land wirst Fuss fassen, könntest du mit dem Wissen, das dir niemand klauen kann, wieder am Computer sitzen und das Vermögen sichern. Aber das nur als Anekdote, weil ich das noch ein lustiges Bild finde, weil also der Satz ja sicher vor Jahrzehnten gesprochen worden ist und heute auf eine andere Art seine Gültigkeit hat. Ja, bei Bitcoin bin ich jetzt allerdings sehr kritisch. Aber ich habe gute Freunde, die gutes Geld verdient haben. Ich habe zuerst Tesla gekauft, jetzt habe ich die Hälfte verkauft und in Bitcoin investiert. Ich bin sehr optimistisch. Aber das ist ein anderes Thema. Müssen wir mal ein bisschen länger reden. Ich habe auch lange gemeint, dass ich etwas Fadenscheiniges, weil die Leute, die da Bitcoin die Blog betreiben und die Leute, die als Bitcoiner gelten, die Bitcoin-Millionäre, das sind immer so ein bisschen Rolex-Typen gewesen, sage ich mal. Hast du Rolex? Nein, nie IWC. IWC, auch gut, Schaffhausen. Genau. Aber Bitcoin ist etwas hochfaszinierendes. Man muss so wie ein Erweckungserlebnis haben, um zu verstehen, was der Grund ist, dass nach meiner Meinung Bitcoin noch viel, viel mehr wert sein. Aber du bist ja weniger der Investor als der Macher. He? Du willst lieber nicht einfach investieren, du willst auch am Ruder sein. Oder hast du auch investiert? Ja, nur in der Regel mit jemandem helfen. Also nicht die Aktien. Genau. So. Nein, ich habe immer gesagt, ich will nur Aktien von eigenen Gesellschaften. Ich habe einmal vor der Finanzkrise, nach dem Verkauf der ersten Firma, haben wir zwei Banken Geld anvertraut und beide haben einen substanziellen Teilsloch abgelassen. Und seitdem sage ich, es ist glaube niemand so reich, dass das Geld jemand anderem anvertrauen kann. Aber du bist neu dran, zum Denken, wenn ist die nächste Wahl, Nationalrat, 23. Aber du bist noch nicht entschlossen, ob du nochmal kandidierst oder ob... Also unter üblichen Voraussetzungen würde ich nochmal kommen. Ja, du wirkst extrem wach. Und ich kann auch sagen, wo ich darf das vielleicht sagen, ein guter Freund von mir, wenn ich gesagt habe, der Glarner kommt zu mir, ich sage, oh, der, und der hat überhaupt keine gute Meinung gehabt von dir. Aber er ist selber sehr medienkritisch und darum hat mich das erstaunt. Ich bin sehr, sehr gespannt, wenn er das Gespräch sieht, das er von dir hält. Weil mein Bild hast du ganz sicher, ich habe nicht wirklich eine Meinung von dir, weil ich eben den Filter von den Medien kenne. Aber du bist eigentlich von mir jetzt in dem Gespräch, du kommst mir eigentlich absolut nicht populistisch, also populistisch, ich weiß, es ist ein Kampfbegriff, aber du bist nicht ein Schlagwortmensch. Du bist sehr reflektiert und du kommst auch sympathisch über, glaube ich. Kann der Regisseur auch nicht hören. Danke vielmals, ja. Ja. Und dann doch nochmal die Frage, mich doch fasziniert, wieso bist du im privaten Gespräch so sympathisch, du hast es aber bei den Medien immer wieder darauf anlegen, dass du mit diesen harten Kampagnen einfährst, ist das ein kleines Vergnügen? Wobei das Vergnügen, falsch verstanden zu werden, ist es dann noch lässt, dass man nationale Schlagziele macht, die du nicht nötig hättest, aber einfach des Spaßeswillens? Oder was ist der Grund, dass das... Nein, also Provokation finde ich ein legitimes Mittel, um auf Anliegen aufmerksam zu machen. Und da tue ich gerne gewisse Sachen provozieren. Und wir haben natürlich auch das Problem, dass wir, ich sage jetzt, es gibt gewisse Ständeräte, wenn die so machen, dann kommen die Medien und bringen den grössten Bullshit, wo ich, nehmen wir das Beispiel jetzt, das lebenslänglich muss sein. Das war ein Klassiker gewesen. Ich habe nach dem Mordfall Rupperswil, habe ich das Gefühl gehabt, dass ich die Anklageschrift zu lesen bekommen.
Und dann haben wir gesagt, nein, das kann nicht wahr sein, dass der Typ mit, ich weiß nicht mehr, 38 oder was, wieder rauskommt. Was hat er gemacht? Der hat vier Leute umgebracht in Rupperswil, in einem Einfamilienhaus. Der hat sich als Schulpsychologe ausgegeben, ist rein und hat der Frau ein Märchen erzählt. Und dann hat er angefangen, ich glaube, sie fesseln und Kind fesseln. Und am Schluss hat er sie noch genötigt. Hast du das vor 3-4 Jahren gesehen? Ja, genau. Ah, das ist ganz völliger Psychopath. Ja, ja, ja. Kann man sagen, wo er zum Bankomat ist, zum Geld abheben. Ja, genau. Und der gute Mann kommt ja dann irgendwann wieder raus, oder? Glaube ich nicht. Das ist einfach verwahrt. Nein, das ist nicht ewig verwahrt, eben nicht. Und dann musst du nur noch einen guten Psychologe haben. Und der ist ja so derart manipulativ. Also, das ist unglaublich, was der Bot. Du meinst, der kommt wieder raus? Das bin ich überzeugt. Und darum habe ich gesagt, lebenslänglich sein. Es muss irgendwo 70 Jahre sein und nicht 20 und dann 2/3 und angerechnet genau, und so. Lebenslänglich heisst 25 Jahre. 25 Jahre und dann eben 2/3. Also 16 Jahre. Bist du dann wieder draußen. Oder dann wird noch die Dauerhaft angerechnet. Also es ist ja fast unglaublich. Und also ich kann jetzt nicht auswendig sagen, wenn er rauskommt, aber er kommt relativ bald wieder raus, behaupte ich. In 10 Jahren oder so. Er hat ja in der Strafanstalt, in der Untersuchungshaft bereits Justizvollzugsbeamtin dazu gebracht, am Anwalt anzuleiten und ähnliche Scherze. Also der ist so manipulativ. Also der kommt garantiert wieder raus, weil er wird irgendeine Show abziehen. Und dann habe ich es gebracht und dann bin ich in die Kommission und da ist überhaupt niemand gekommen. Und jetzt kommt ein Garoni und sagt, man sollte eigentlich lebenslänglich machen, oder? Deck kommt er in den Medien, oder? Und das ist dann das, wo, da müsstest du wahrscheinlich sagen, wir müssen 100 Jahre machen, oder wir müssen es verdreifachen, oder Todesstrafe fordern, oder irgend, dann hättest du es wieder provoziert und dann käme's, oder? Aber wenn du einfach normal als Vorstoss machst und dann passiert nichts, das ist bei uns ein bisschen das Problem. Aber du wärst nicht für Todesstrafe? Nein, wegen dem Justizirrtum nicht. Das ist einfach, und es beweist auch in den Staaten nicht, dass es viel besser wird. Also, es ist, Aber lebenslänglich finde ich jetzt, ich meine, wenn nicht jetzt nach Rupperswil, wenn dann? Also, wenn du jetzt König von der Schweiz wärst, ich meine nicht Alain Berset, sondern wirklich der König von der Schweiz, welche drei Sachen würdest du ändern? Das ist ja schwierig zu sagen. Welche drei Gesetze oder würdest du einführen? Oder mal eine Sache? Also sicher würde ich das Verbandsbeschwerdenrecht abschaffen. Als erstes. Damit man im Baurecht oder mal. Ja, genau. Das ist unglaublich, was die verzögert und wie die Umweltding sich gebärdet und gelaufen. Findest du nicht gut, dass Tierschützer ein Klagerecht hätten für Tiere? Man ist jetzt gerade dran, jetzt haben sie einen Vorstoß eingereicht, dass man für die Berge und die Flüsse klagen. Nein, das will ich nicht, aber für die armen Tiere also, in den Tierfabriken. Ich finde also etwas am Schlimmsten, wenn man irgendein Tier quält oder nicht korrekt haltet oder. Was ja in der Schweiz jeden Tag passiert bei diesen Tierhaltungen. Ja, aber eben, da musst du immer schauen, es ist immer eine Summe der Versäumnisse und also der Amtsarzt sagt dann, ich habe eigentlich schon gehört, aber ich bin nicht schauen. Und also, ich glaube, wir können es schon besser machen. Aber es darf nicht so sein, dass man dann gerade alles kriminalisiert. Wenn jetzt aber dort wäre ein Verbandsklagerecht vielleicht gut, wenn ein WWF oder eine Vereinigte Tierfabrik könnte. Was für eine Tierfabrik? Hast du keine Freude? Nein, du WWF also, bin ich verschrocken. Ah, ich auch. Also ich habe das nur gesagt, damit die Vereinigte Tierfabrik können nachschieben können. Ja. WWF ist für mich ein Witz. Tierfabrik, also ich kenne auch jemanden, der am Morgen um 6 Uhr vor dem Schlachthof beten für die Tiere. Ja, da nützt doch nichts. Ich bin aber, nicht ganz sicher, ob denn die Glücklichen sterben. Ja. Nein, mit dem Betten sicher nicht. Aber jetzt Erwin Kessler zum Beispiel, der seit 30 Jahren, für mich ist er, ich will offen sagen, der grösste Held von der Schweiz. Weil was der durchgemacht hat, letzten Jahrzehnte, sicher auf eine sehr pointierte Art, oder? Immer wieder an Grenzen gegangen. Aber er hat eine riesige Erfolgsliste von Hasenställen, die man zumachen musste, wo wirklich einfach, weißt du, die Hässe werden dann zum Teil nicht mehr laufen, die sind dann lahm. Ja, ich weiß. Oder? Das ist also wirklich, die haben keine Bewegungsfreiheit, sind soziale Tiere, sind einzeln eingesperrt und so. Mhm. Also, ist wirklich, für mich ist das Folter. Und ich finde auch, dass die, ich glaube, dass sie nicht eine Seele haben, aber ich glaube, dass sie leidensfähig sind auf einem hohen Grad. Ja, sicher. Also, ich unterstütze übrigens ein Kakadu. Ich bin also Götti von einem Kakadu, weil das, ich habe eine Kollegin, die hat das nicht so weit weg von da, haben die Auffangstation für Papageien und Sittiche, glaube ich, in Matzinger oder wo. Und die schauen, weil viele Leute kaufen einen Papagei und wissen gar nicht, wie alt das der wird. 100 Jahre wert. Genau, und ich habe jetzt, also die Chatter heisst sie, das ist irgendein grau Kakadu, irgendetwas. Frage mich, das kostet ein paar hundert Franken im Jahr, die ich spende, damit wenigstens sie ein gutes Leben hat. Ja. Das ist interessant, dass du sagst. Der, wie Kester hat mir gesagt, am Anfang hat er sich ein bisschen lächerlich gefunden. Also nicht lächerlich, er liebt ja Tier, sondern er hat gesagt, es ist
quasi, es gibt so die alte, ausdienten Kühe, die 10, 15 Jahre müssen Milch geben müssen, und dann wird es einfach geschlachtet. Und dann gibt es Leute, die sagen, wir wollen jetzt noch ein paar schöne Jahre geben auf der Weide. Und er hat gemeint, der Aufwand, der finanzieller Natur ist so gross, und man würde dafür sorgen, dass man einen Tierschutz hat, der funktioniert, schon für einzelne Lebewesen so viel Geld ausgegeben. Hat seine Meinung aber geändert und hat jetzt selber auch, bei sich die Hai, eine riesen, also eine Landschaftszone, einen riesen Garten, eben mit so alten Hasen und alten Katzen und so, die dort rumstrehlen, wo man einfach, wenn man vorbeigeht, einfach sieht, dass es eben geht um jedes Tier, wo Empathie, wo empfindsam ist. Da ist einfach so viel Leid da rum. Wir haben jetzt bei Corona vor allem über das Leid der Menschen geredet, aber das Tierleid ist etwas, was sich ewig schon begleitet. Ja. Also ich habe übrigens von Toni Brunner noch eine Kuh, also Victoria, das ist so eine enger Kuh, wo ich stolz Besitzer bin. Und die hat inzwischen sogar noch das Tierli geworfen, das heisst Viola. Und nicht wegen der Frau Amberg, sonst. Der Toni Brunner ist ganz anders als du. Der ist, der ist genau so, wenn man es erwartet. Finde ich jetzt. Okay. Also, ich jetzt den Hund mal im Fernsehen gesehen, oder? Als der Bauernbub mit dem roten Bäckchen und sagt, was er denkt, was er sagt. Und, ich sage genau, was ich genau, denke. Nicht so. Da will ich nicht im Vergleich zu dir setzen, sondern einfach, er ist einfach, wie er ist, finde ich. Gut, kannst du nicht kopieren. Toni Brunner ist unglaublich. Ja, geht dann darum, es zu kopieren. Ich will nur sagen, bei dir, finde ich, ist die öffentliche Wahrnehmung ganz andere als die persönliche, die ich jetzt wahrnehme. Ja. Und das ist ja etwas Gutes. Okay, habe ich Glück gehabt. Gut. Ja. Also die Viertelstunde ist praktisch vorbei. Ich könnte dich nicht länger aufhalten, als ich würde nicht länger beanspruchen, als okay ist für dich. Vielleicht gibt es so Gelegenheit, dass wir wieder mal miteinander reden. Ich hoffe, du hast das Gespräch ein bisschen genossen. Es hat unglaublich Spass gemacht. Danke vielmals. Mich freut, dich persönlich kennenzulernen. Ich habe deine Aktivitäten immer verfolgt im Netz und ich bin jetzt auch sehr positiv überrascht. Überrascht nicht, dass ich vorher einen schlechten Eindruck hatte. Gar nicht. Genau, ich habe ja spontan gerade sofort zugesagt. Vielleicht bringst du mir nochmal einen Nationalrat an den Tisch. Gerne, also sag mir wer und ich frage. Ich hätte gern, ist der Thomas Eschi jetzt Präsident von der SVP? Er ist der Fraktionschef, ja. Ja, das wäre interessant, oder? Wäre interessant, ja. Ist ein spannender Mann. Ja. Einfach mit der SVP noch reden, weißt du, über die ganzen Notstandmaßnahmen? Ja, da ist er ja der Richtige. Er tut den Vater gerade kritisieren, er scheucht nichts und er ist informiert wie, glaube ich, niemand. Ja, und fällt dir Cedric Wermuth nochmal? Gerne, ja, gerne. Ich finde wirklich, ich würde so gerne mit ihm reden und ich würde ihn genau gleich behandeln wie alle. Du merkst, ich nicht konfrontativ argumentieren, nur ehrlich vom Herz. Und Cedric Wermuth, ich habe auch Respekt vor ihm. Wenn du jetzt noch sagst, er macht, was er sagt, und sagt, er macht auch, oder? Dann ist das ein Grund mehr, dass ich unbedingt mit ihm reden will. Nein, ja. Aber jetzt reden wir nicht vom Cedric Wermuth, jetzt reden wir vom grandiosen, ich sage jetzt nicht fucking, oder? Das habe ich beim Köppel gemacht. Das hat Frau Padron schon gemacht, ja. Gut, aber ich sage es ehrfurchtsvoll vom Andreas fucking Glarner. Ich hoffe, ihr findet auch, dass ihr etwas gelernt habt über ihn, was ihr nicht gewusst habt. Ich bin auf jeden Fall sehr überrascht und es scheint mir auch nicht gespielt, es scheint mir extrem authentisch und fahrt gerade und nehmt die Gelegenheit wahr und schreibt ihm ein E-Mail, wenn ihr eine Firma gründen wollt. Ich weiss aus eigener Erfahrung, es gibt nichts Besseres als einen eingebauten Shit-Detektor. Und wenn man den selber nicht eingebaut hat, dann gibt es nichts Besseres als einen, der von außen sagt, was funktioniert und was nicht. Tust du Handschütteln? Ja klar, gerne sogar. Ich gerne Handschütteln. So, das Mikrofon nicht. Ja. Danke vielmals, Daniel. Hat Spass gemacht. Dankeschön. Danke. Hey, wieder Sorge und bis morgen wieder auf Sendung bei der echten Tagesschau. Und übermorgen übrigens, Yvette Estermann. Was haltest du von ihr? Ja, Vatergrad und klare Meinung. Super, bin auch sehr gespannt auf sie. Ja. Sehr gut. Oh, jetzt haben wir etwas vergessen zu reden. Weißt du was? Ich hätte gerne wissen, deinen Auftritt beim Schawinski. Können wir das noch machen? Ja, klar. 2-3 Minuten länger. Ja. Geht gerade noch. Das Mikrofon noch hinnehmen. Genau. Ja. Du bist mit Schawinski gewesen. Kannst du mir das erzählen, wie das gelaufen ist? Wer hältst du von ihm überhaupt? Also ich bin natürlich als Lehrling mit dem Töffli an Bürkliplatz, wo wir da die grosse Demo hatten, das Radio 24 darf senden von Pizza Gruppera. Und ich glaube, es gibt, also ohne ihn hätten wir noch lange kein Privatradio gehabt. Das hat er unglaublich gut gemacht. Er ist einfach ein Narzisst. Er ist unglaublich empfindsam. Wenn ich jetzt bei Corona zuhöre, also da denke ich, Gottes Willen. Ich schätze das Radio 1 sehr. Oder wenn ich überhaupt Radio höre, habe ich das am Laufen. Ich habe das Gefühl, er hat vor 10 oder 15 Jahren aufgehört zu denken. Der rezykliert nur noch, wenn er schon weiss. So kommt's, das ist ein ganz gemeines Urteil.
aber ich habe nicht das Gefühl, dass der noch etwas lernt. Ja, also bei ihm ist es natürlich so, ich bin hier in die Sendung gekommen, weil er zwei Sendungen vorher zweimal über mich abgezogen hat und ich habe dann der Assistentin von ihm geschrieben und gesagt, ich dachte, der Herr Schawinski mal mit mir statt nur über mich reden. Und so ist das zustande gekommen. Es hat nicht wie angetönt, dass es vernünftiges Vorgespräch gegeben, sondern irgendwie zwei Minuten, wo er nicht wissen wollte, was ich nicht kommentiere. Also er ist mit dir reingehackt, im Studio schon. Genau. Und dann ist er erst zwei Minuten vor der Sendung eigentlich gekommen. Ja, oder ich weiß nicht mehr genau, wer zuerst dort gesessen ist, glaube ich. Ja. Und er hat auf jeden Fall dann gesagt, ob es etwas gibt, wo man nicht darüber redet. Dann hat er gesagt, das Privatleben darf ich nicht kommentieren. Und dann hat er seine Folien präsentiert, also seine bekannten Dinge, die er auf dem Fernseher abspult. Und irgendwie bin ich zu schnell gewesen, vor allem aus seinen Folien ausgegangen. Und dann hat er angefangen, gleich noch das Privatleben vorzuziehen. Ja, es war spannend. Für mich eine sehr gute Erfahrung und ich habe sehr viel Lob bekommen, dass ich dem Paroli geboten habe. Ich habe mich auch sehr gut informiert über seine Taktik und wie er andere versucht, ihn abzuputzen. Er hat ja einen unglaublichen Stil drauf. Und ich glaube, es ist mir gelungen, ihn ein bisschen zu zähmen. In die Sendung war wann? Ungefähr? Also jetzt auswendig, ich habe den Rücktritt bekannt gegeben, selben Tag als Gemeinde, aber das muss irgendwo im 12. Oh, nein, 17. 16 oder 17. Ja. Ich genau. 17. Ja, wenn Wikipedia stimmt, ist es ab 17. Ja. Und genau, das heisst also, da findet man sich auf YouTube, oder? Wenn man das schauen will, Schawinski Glarner, sollte man finden. Das ist meine gute Nachtlektüre heute Abend. Okay, freut mich. Danke für die Anekdote. Danke auch. Gute Zeit. Danke. Ciao miteinander und bis bald. Adieu miteinander.